Herzlich willkommen zu unserem großen Zollhof-Opening von unserem neuen Büro. Ich freue mich riesig, dass ihr alle dabei seid. Schnappt euch was zu trinken und lehnt euch zurück. Wir nehmen euch erstmal mit auf eine kleine Tour durch den neuen Zollhof 7. Und das mache ich nicht alleine, denn ich habe Verstärkung mitgebracht. Die liebe Hanna, die kennt ihr vielleicht, manche von euch noch, vom DTS letzten Jahr. Hallo, auch hinter der Kamera. Herzlich willkommen zum Zollhof-Opening. Wir freuen euch uns riesig, dass ihr alle dabei seid. Und die Anne wird uns jetzt durch den Zollhof führen. Genau. Kommt mal mit. Wir haben hier unten im Keller angefangen tatsächlich. Weil, ihr seht, wir haben einen richtig herrlichen Gewölbekeller. Hier werden wir zum einen Events machen. Hier drin ist gerade schon die erste Besprechung am Gange. Hier wird ein Makerspace entstehen. Tatsächlich unsere Startups, weil manche unserer Startups haben ja auch Hardware. Das heißt, hier werden 3D-Drucker stehen. Hier kann man dann also wirklich, können die Startups ihren Bedarf printen und rumbasteln, was das Zeug hält. Komm mal mit auf der anderen Seite. Hier gibt es dann noch eine Event-Halle. Da wollen wir Leute zusammenbringen, da wollen wir Events feiern. Hier war halt schon ein bisschen was los und wird hoffentlich auch in Zukunft ganz viel los sein. Wir haben uns gedacht, das ist viel zu schade, nur für uns das zu benutzen. Wir wollen gerne, dass Künstler hierher kommen, dass Musik passiert und hoffen, dass es bald wieder passieren kann, wenn Corona vorbei ist. So schaut's aus. Wunderschöne Decken habt ihr. Ja, definitiv. Und ich freue mich, ich glaube, wenn es beliebt ist, wenn noch mehr passiert ist, wenn auch das Team eingezogen ist, dann wird die Bude hier auf jeden Fall belebt werden und wird viel passieren hier unten. Sollen wir mal hochgehen ins Erdgeschoss? Da muss ich sagen, ist glaube ich, jetzt ist es da mein Lieblingsplatz. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Einmal aufpassen, zweite Stufe. Hier erwartet euch der rote Teppich. Genau, wir haben schon den roten Teppich ausgerollt für unsere Gäste, die gleich kommen. Es ist ein bisschen leider heute nicht ganz so gutes Wetter. Aber das macht gar nichts. So. Genau. Stoppen wir direkt hier drüben. Hier sehen wir schon noch die letzten fleißigen Helferlein. Ihr seht tatsächlich, hier wird noch gearbeitet. Also gehen wir vielleicht doch erstmal nach drüben. Da ist nämlich unser Teamspace. Gucken wir uns den erstmal an. Ach, hier unsere fleißigen Helferlein. Ja. Franziska, unsere Eventmanagerin, der wir alles zu verdanken haben, dass das heute alles stattfinden kann. Genau, also hier seht ihr, hier wird das Zollhof-Team sitzen. Wir haben einen riesigen Open Space für das Team. Wir haben ganz viele flexible Elemente überall. Das heißt, hier kann man sich alles so rucken und verstellen, wie man es braucht tatsächlich. Wir haben Telefonkabinen. Telefonkabinen sind wichtig. Die können wir direkt mal rübergehen. Die sind einen erster die uns im alten Büro, der immer besetzt war, unsere Telefonkabinen. Wir haben jetzt nicht nur Telefonkabinen, wo eine Person reinpasst, sondern wir haben jetzt auch Telefonkabinen,
der passen normalerweise, zumindest wenn ich Corona, vier Personen rein. Das heißt, da kann man sich also auch mal kurz zusammensetzen, kann eine kleine Besprechung machen und das funktioniert, die sind perfekt belüftet. Genau. Ihr seht, wir haben tatsächlich bis zum Schluss rumgewerkelt. Habt ihr es drüben schon gesehen? Hier sind noch ein paar Umzugskartons. Herzlich willkommen im Zollhof. Herzlich willkommen im Zollhof. Alles authentisch und echt. Genau, wir machen die Real Tour. Genau, wir haben in jedem Bereich tatsächlich auch eine kleine Kaffeeküche. Dann kann man sich hier treffen, kann sich zusammensetzen. Also überall gibt es so kleine Inseln im Büro, wo man sich treffen kann. Genau. Jetzt können wir noch mal vielleicht rüber schauen. Mal gucken, ob der noch gesaugt wird. Ansonsten schauen wir mal hoch. Ist das dein Lieblingsbereich? Da drüben ist eigentlich mein Lieblingsbereich. Schon alleine, weil er super grün ist. Also wir hatten ja wirklich bis gestern, sah es noch viel mehr nach Baustelle aus, als es jetzt tut. Aber wir hatten schon seit Wochen hatten wir schon Pflanzen. Und das alleine hat es irgendwie schon richtig gemütlich gemacht. Wir haben hier auch den Benjamin, unseren CEO, den seht ihr auch, gleich nochmal oben zum offiziellen Welcoming. Aber genau, das hier ist unser Eingangsbereich und auch unser Begegnungsbereich tatsächlich. Weil hier können Leute zusammenkommen, unser Bistro, genau, der Eingangsbereich. Unser Bistro hier, da können Begegnungen stattfinden. Unsere Küche. Also hier hoffen wir, dass wir bald euch alle begrüßen können. Dann ein besonderer Ort im Ort nochmal. Hier gibt es eine Liegewiese quasi. Teile unseres Teams lieben es, im Liegen zu arbeiten. Shoutout geht raus an meinen Kollegen Max. Also wir haben ihn meistens, wenn wir in Zoom-Calls waren, in den letzten Wochen liegen gesehen. Das heißt, da liegt schon sein Handtuch drauf quasi. Genau. Ein personalisiertes Kissen nur für Max. Genau, ein personalisiertes Kissen nur für Max. Was sind denn das für Räume da hinten noch, Anne? Also, wir haben hier tatsächlich einmal einen riesigen Meetingraum. Der kann auch dann gemietet werden. Da passen bis zu 50 Leute rein. Und der hat den Vorteil, dass man entweder mitten im Geschehen sein kann, wenn man ein Meeting hat. Und dann ist es so wie jetzt. Aber da werden tatsächlich auch noch Vorhänge installiert. Und dann kann man sich auch ein bisschen, wenn man es lieber ein bisschen ruhiger mag, kann man sich da auch ein bisschen zurückziehen. Und dann habe ich hier noch was ganz Besonderes. Weil dass das hier ein historischer Ort ist, das wissen die meisten, dass das eben tatsächlich eine alte Vorwurf ist in Nürnberg. Aber es ist tatsächlich auch ein Ort der Innovation, genau wie der Zollhof. Deswegen passt es perfekt. Denn es ist so, schon 1898 wurden im Areal rund um den Zollhof Ultramarin gefunden. So schaut der aus. Und tatsächlich wurde damals das allererste Patent in Deutschland überhaupt ausgestellt für den Nürnberger Unternehmer Johannes Zeltner, der damit geschafft hat, zum ersten Mal Ultramarin chemisch herzustellen, und zwar skalierbar und kostengünstig. Also eine echte technische Sensation. Wir haben uns vorgenommen, dass das nicht das letzte Patent bleiben soll, das hier im Zollhof entstanden ist, und werden da definitiv hart dran arbeiten, dass hier noch mehr Innovationen entstehen können. Genau, das ist der Eingangsbereich. Ich habe mir sagen lassen, wir haben insgesamt 200 Pflanzen. Wir haben auch 200 Startup-Arbeitsplätze insgesamt. Und das ist kein Zufall, ne? Nein, genau. Für jeden Startup-Arbeitsplatz gibt es eine Pflanze. Nein, aber die können wir uns gleich mal anschauen. Die sind nämlich unter anderem im ersten Stock zu finden. Wer natürlich nicht die Treppen laufen möchte, kann natürlich auch den Fahrstuhl nehmen. Aber wir sind jetzt fleißig und wir öffnen für euch die Treppen. Und auch Corona-konform. Wie oft gehst du hier hoch und runter, Anne? Was wird so der tägliche Weg sein? Du, also ich werde auf jeden Fall versuchen, die Treppen zu nehmen. Und ich hoffe, ich darf sie ganz bald ganz häufig verwenden.
Schauen wir mal, wie Corona es zulässt. Ja. Willkommen im ersten OG. Können vielleicht einmal hier anfangen. So sieht's aus. Hier werden unsere Startups sitzen. Es ist tatsächlich auch schon ein kleiner, wie soll ich sagen, Wettstreit an Brand, wer wo sitzen darf. Es wurden schon kleine Bestechungsversuche tatsächlich unternommen. Inwieweit? Erzähl uns was. Tatsächlich erfolglos, weil ich habe nichts zu tun mit der Vergabe von den Sitzplätzen. Da muss man unsere Office-Managerin Iris bestechen. Und wie ist die bestechlich? Ich glaube nicht so sehr. Ich glaube, die Chance stehen nicht so gut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder Platz hier oben absolut super ist. Ganz analog zu unten seht ihr hier auch sehr mobile Arbeitsplätze. Überall gibt es auch Schallabsorber an den Decken, damit es auch im Großraumbüro nicht zu laut wird. Hier gibt es teilweise Whiteboards mit an den Wänden. Und genau. Ihr habt noch eine andere Form von diesen Whiteboards oder von den genau, Wänden, das, richtig? Genau, man kann auch, hier ist eine. Hier kann man auch was ranpinnen, also es ist mit Stoff bezogen. Also wirklich so gestaltet, dass man alles verwenden kann, wie man es braucht. Genau, hier haben wir noch einen Meetingraum in der Ecke. Toiletten. Wir haben insgesamt 14 Toiletten im ganzen Haus. Das bedeutet, heute kann tatsächlich fast jeder Gast, der vor Ort ist, seine eigene Toilette haben. Ganz was bald. Ist hier noch besonders, Anna? Was haben wir hier wohl entdeckt? Ja, wir haben hier was entdeckt. Und zwar, tatsächlich gibt es hier jemanden, dem wir wirklich, wirklich danken müssen, dass wir heute hier sein können. Und das ist dieser Stahlträger. Vielleicht seht ihr, dass der verbogen ist. Und der ist verbogen, weil im Zweiten Weltkrieg ist da eine Fliegerbombe drauf gelandet. Und nur diesem Träger ist es zu verdanken, dass er die Fliegerbombe gehalten hat, weil sonst wären wir heute nicht hier, weil dann gibt es nämlich keinen Zollhof mehr. Das heißt, das ist quasi so ein bisschen unser Schutzengel, glaube ich. Aber nur wer sich sorgt, Statiker, Architekten sagen alle, das hält, das ist bombenfest im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Problem. Ihr seht, da hinten, da haben Vitas haben schon gewonnen. Vitas ist eines unserer Startups, die machen einen Telefonassistenten, einen KI-basierten. Die haben sich hier schon so ein bisschen häuslich eingerichtet. Und tatsächlich habe ich auch gehört, dass Tobi, einer der Gründer, ist jetzt auch umgezogen und zwar direkt neben dem Zollhof, weil er mag einen kurzen Weg zur Arbeit. Also hat er sich direkt hier neben dem Zollhof eine Wohnung gesucht. Also wenn das kein Commitment ist, dann weiß ich auch nicht. Wir können einmal kurz auf die Außentreppe gehen und machen quasi der Balkon. Wir haben quasi, das ist unser Balkon. Im nächsten Frühjahr wird es auch einen Außenbereich geben. Aber ihr seht, hier ist es schaut noch ein bisschen nach Baustelle aus. Was super cool ist, da drüben ist direkt die S-Bahn. Das heißt, es ist super gut angebunden, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, ihr könnt uns gut erreichen, wenn ihr uns besuchen kommen wollt. Auch hier gibt es wieder Telefonkabinen. Alles da, was man braucht. Typische Industrial Chic mit yes. Schwarz und Grau und Holz. Ja, aber wir werden bestimmt noch für so ein paar Farbtupfer werden wir auf jeden Fall noch sorgen. Genau. Auf der anderen Seite werden auch noch Startups sitzen. Hier beispielsweise wird Flixbus ihr Büro beziehen, weil Flixbus hat seit Ende letzten Jahres auch einen Entwicklungsstandort in Nürnberg. Und da wird eben das Flixbus-Team sitzen, das ist schon so ein bisschen klar. Hier ist haben wir so ein bisschen symbolisiert unsere, ich nenne es mal Office-Dreifaltigkeit, weil in den letzten Monaten haben wir gemerkt, dass wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt, wir haben natürlich den Zollhof und jetzt auch den neuen Zollhof als unsere Homebase.
wo wir zusammenkommen. Aber gerade ist natürlich auch das Remote Office super, super bedeutsam, weil ganz viele von uns arbeiten eben da. Aber was wir tatsächlich auch noch gemerkt haben, es braucht auch noch einen Ort, wo man kreativ werden kann, der irgendwie nicht so eine klassische Büroumgebung ist, wo man auch mal rauskommt. Und das ist bei uns, nennen wir das Green Office, das ist im Hammerhof, 30 Minuten von Nürnberg entfernt, wo wir so eine kleine Oase auch haben und da zusammenkommen können, kreativ sein können und eben auch, wenn das Wetter mitmacht, ein bisschen Events draußen machen können, was natürlich gerade zur Zeit besonders wichtig ist. Genau, und jetzt gucken wir mal nach oben. Und am Dach sitzen auch nochmal Startups. Und dann gibt es auch unseren Event-Space ganz oben. Jede Etage ein Highlight. Jede Etage mindestens ein Highlight. Genau. Das Dach und die Balken und genau, das ist der andere Office Space für die Startups und auch heiß begehrt hier oben. Also habe schon viele gehört, die super gern hier hoch möchten und wir knobeln gerade so ein bisschen aus, wer wo sitzen kann und hoffen, dass dann alle happy sind am Ende. Auch hier gibt's eine Kaffeeküche, also wirklich in jedem Bereich gibt es die Möglichkeit, eben zusammenzukommen und sich auf einen Kaffee zu treffen. Hier haben wir so ein bisschen eine Station, wo wir vor allen Dingen auch, die unseren Partnern gewidmet ist, weil die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist ein ganz wichtiger Pfeiler im Zollhof. Wir haben ja auch so ein bisschen die Hauptpartner sind heute auch vertreten. Also einmal die Nürnberger Versicherung, Dr. Martin Seibold wird hier sein, Schaeffler wird auch vertreten sein, Siemens, Dr. Natascha Eckert ist hier, Magdalena Weig ist leider heute nicht hier, aber guckt uns vielleicht ja zu. Und Daniel Thomas von der Hook, den dürfen wir auch hier vor Ort begrüßen gleich nochmal. Genau, und das ist so ein bisschen unser Setup hier. Hier hinten sieht man auch nochmal so ein paar Impressionen von unseren Partnern, mit unseren Partnern. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Siemens heute mit der CKI-Konferenz, die schon stattgefunden hat heute hier, so ein bisschen unser Pre-Housewarming gemacht hat. Also wir haben direkt die Partner ins Boot geholt und freuen uns, dass zumindest ein paar auch heute mit dabei sein können. Genau, und jetzt gucken wir mal, wo es jetzt dann auch gleich richtig losgeht mit dem Programm und allem. Das ist nämlich in unserem Event-Space. Da passen normalerweise 200 Leute rein. Heute natürlich nicht. Heute nur ein paar ganz, ganz wenige. Aber so sieht es hier aus. Und hier geht es dann aus. In ein paar Minuten direkt los mit unserer offiziellen Follow-Opening. Seht schon, das technische Setup. Wir sind bereit, damit wir einen wunderbaren Nachmittag und Abend gleich miteinander verbringen können. Hier hinter uns seht ihr schon den Ultramarin, der jetzt so ein bisschen unser nicht lebendiges Maskottchen sein wird vielleicht. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch einen ganz, ganz spannenden Nachmittag und ab jetzt übernimmt dann tatsächlich auch Hanna das Ruder und ich sag auf bald hier im Zollhof. Macht's gut!
Das ist Ultramarin. Ultramarin wurde 1898 hier im Zollhof Nummer 7 in Nürnberg hergestellt. Der Nürnberger Unternehmer Johannes Zeltner hatte ein verbessertes Verfahren zur chemischen Herstellung von Ultramarin entwickelt. Und es war auf einmal möglich, die Farbe Ultramarin sehr kostengünstig und schnell herzustellen. Das war damals eine technische Sensation. Johannes Zeltner hat diese Erfindung zum Patent angemeldet. Das Patent trägt die Nummer 1, denn es war das allererste Patent, das jemals in Deutschland veröffentlicht wurde. Das erste deutsche Patent hat seine Wurzeln hier im Zollhof 7 in Nürnberg. 120 Jahre später ziehen ab heute die Gründerinnen und Gründer hier in dieses Gebäude ein und werden neue großartige Innovationen entwickeln. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Tag online gemeinsam hier feiern können, den Einzug in den Zollhof 7, das Grand Opening. Herzlich willkommen zum Zollhof Opening. Wir haben viele Teilnehmer online. Ich freue mich sehr, dass Sie es geschafft haben, heute online dabei zu sein. Und wir werden heute viele spannende Speaker hören. Ich glaube, wir haben ein tolles Setup zusammen mit unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Meinungen und Ideen. Und ich freue mich sehr darauf, heute mit Ihnen hier in den Panels diskutieren zu können. Und ich möchte ein paar Eindrücke noch zeigen, wie alles begann. Wie hat es eigentlich gestartet und wie kamen wir eigentlich zum Zollhof hier in Nürnberg? Sie sehen hier auf der Folie die erste Besichtigung damals im Zollhof 7. Und ich erinnere mich noch, wir waren hier im Gebäude, haben uns das angeschaut. Wir haben uns in der Zeit 14 andere Standorte hier in der Region angeschaut. Und wir sind rausgegangen, haben uns angeschaut, mussten gar nicht drüber reden. Uns war klar, der Zollhof muss es werden. Das Gebäude passt einfach so gut für das, was wir hier vorhaben. Wir haben dann am 26. Oktober 2017 den ersten Spatenstich hier gefeiert, veranstaltet. Damals noch ein ganz schönes Abenteuer. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein fließend Wasser. Das Gebäude war leer und wir mussten trotzdem hier starten. Der Spatenstich ziemlich genau 3 Jahre her. Und wir wollten nicht warten, sondern wir wollten ins Tun kommen. Wir wollten loslegen, wir wollten mit unseren Startups arbeiten und sind deswegen in die Kohlenhofstraße gezogen, das ist 200 Meter hier vom Gebäude entfernt, und haben dort das Erdgeschoss bezogen. Und wir dachten, das wird erstmal ausreichen. Ich erinnere mich noch, wir hatten neben den Startups noch die arbeitenden Startups direkt daneben Events veranstaltet. Also das war ganz schön wild, hat auch funktioniert. Und irgendwann war das EG voll, zu viele Startups. Dann haben wir ein zweites Stockwerk dazu gemietet, bis wir dann ein drittes Stockwerk noch dazu gemietet haben und bis zuletzt jetzt auf gut 1000 Quadratmetern gearbeitet haben. Und deswegen ist es jetzt schön und an der Zeit, dass wir hier in das neue Gebäude einziehen, in viel mehr Platz mit viel mehr Möglichkeiten und hier in Zukunft arbeiten können. Ich klicke weiter. Jetzt standen natürlich Benjamin und ich da, wir haben hier 3000 Quadratmeter und haben uns gefragt, wie können wir die so nutzen, wie können wir einen besonderen Ort schaffen, der zum einen einen Safe Space für die Startups schafft, damit sie wachsen können, sich entwickeln können, der aber gleichzeitig offen auch ist für alle Menschen, die hier in unserem Ökosystem unterwegs sind und der auch zur Begegnung einlädt. Und deshalb haben wir uns erstmal überlegt, woher kommt denn der Begriff Büro überhaupt? Denn häufig wissen wir gar nicht, warum das Büro Büro heißt. Dafür müssen wir 800 Jahre zurückgehen, und vor 800 Jahren haben sich die Mönche überlegt, Mensch, wo können wir das Wichtigste, was wir haben, konservieren? Und das ist sozusagen das Wissen, das in Büchern ist. Und wie kann man das schützen? Und ich habe hier eine kleine Demo mitgebracht. Sie haben sich eine Filzeinlage überlegt, die sie dann um diese Bücher, um das Wertvollste, was sie haben, gelegt haben, um dieses Wissen zu konservieren und zu schützen. Und diese Umlage heißt Burra. Und aus diesem Wort Burra leitet sich das heutige Büro ab. Und dieses Büro schützt eigentlich heute nicht mehr nur noch das Wissen und die Bücher, sondern die Menschen, die tagtäglich hier ihr Bestes geben. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir
perfekt auf diese Bedürfnisse, die diese Menschen tagtäglich bei uns ein- und ausgehen, wie können wir auf deren Bedürfnisse eingehen. Deswegen seht ihr im Hintergrund einen Querschnitt unseres Gebäudes und wir wollen euch nochmal kurz zeigen, welche Bedürfnisse wir mit den unterschiedlichen Bereichen erfüllen möchten. Ihr seht jetzt im Keller zum einen, auf der einen Seite die Werkstatt und auf der anderen Seite das Thema Inspiration und Begegnung. Denn wenn wir hier reinschauen, sehen wir unseren ersten Event Space. Dort können Veranstaltungen stattfinden, dort kann man sich begegnen, dort können Ausstellungen stattfinden. Und man kann sozusagen sich inspirieren lassen, was ist das Neue von morgen. Auf der anderen Seite wird die Werkstatt sein. Hier werden unsere Gründer und Gründerinnen tagtäglich Prototypen bauen können an 3D-Druckern, an kleineren Maschinen, um so auch die ersten Prototypen für die morgige Innovation an den Tag zu legen. Im zweiten Bereich finden Sie das Zuhause vom Zollhof und noch einen Raum für die Begegnung, unsere Cafeteria. Zum einen ist hier das Zuhause des Zollhof-Teams, denn wir wollten einen Raum schaffen, der auch unserem Team die Möglichkeit gibt, abgetrennt zu arbeiten, konzentriert zu arbeiten, aber trotzdem auch kreativ nach morgen zu schauen, nach vorne zu schauen und an innovativen Konzepten für und mit unseren Startups zu arbeiten. Und daneben ist das Café. Und dort ist auch der Raum für Begegnung mit, sagen wir mal, der externen Welt. Hier finden sich Gründer gemeinsam mit Investoren, mit Kunden, mit unseren Partnern zusammen und laden ein, sich zu begegnen, auszutauschen und an neuen Konzepten zu arbeiten. Im ersten Obergeschoss, das ist das Zuhause unserer Startups. Hier werden unsere Startups sein und hier wird auch noch ein kleiner Entspannungs- und Ruheraum sein. Denn was wir auch gemerkt haben ist, ja, Startup-Gründer und Gründerinnen arbeiten hart, aber es braucht auch eine Zeit zum Rückzug. Und deswegen haben wir auf dieser Ebene auch noch das Thema Entspannung mit ins Spiel gebracht. Das heißt, auf dieser Ebene sind unsere Startups, hier arbeiten sie Tag für Tag und haben sozusagen das Büro im Büro, sodass sie auch ihre kleinen Bereiche haben, wo sie Kunden empfangen können und wo sie gemeinsam mit ihren Teammitgliedern arbeiten. Und last but not least haben wir dann noch, und das ist, wo wir uns gerade eben befinden, nochmal einen weiteren Bereich für Inspiration und Begegnung, unser Event Space. Und auf der anderen, der dritte Bereich, der ebenfalls für unsere Startups ist, und das ist für unsere erfahrenen Startups der dritte Startup-Bereich. Hier werden die erfahrenen Unternehmen sitzen, die mehr als 5 Mitarbeiter haben und die dort oben dann genug Platz finden, mit dem Team zu arbeiten und an Innovationen zu arbeiten. Und dann final hier, und das ist, wo wir uns jetzt gerade befinden, der Raum nochmal zur Inspiration, was wir gerade eben hier tun, zum Teilen, zum Informationen nach außen bringen, aber eben auch für Workshops, der von unseren Kunden, aber auch von externen Menschen genutzt werden kann. Und hier sieht man einfach nochmal, was uns wichtig war einfach die gemeinsamen Bedürfnisse der unterschiedlichen Menschen, sei es Partner, sei es Startups, zusammenzubringen. Ist dieser Ort jetzt fertig? Absolut nein. Und wird er jetzt irgendwann fertig sein? Wir glauben nicht. Wir glauben, er wird sich immer weiterentwickeln. Die Menschen, die hier reinkommen werden, werden den Ort prägen, werden ihn weiterentwickeln. Und das ist auch schon mal ein kleiner Vorgriff auf das, was wir gleich noch sagen werden, weil es braucht Sie, um diesen Raum auch mit zum Leben zu erwecken. Deswegen lassen Sie mich nochmal zum Abschluss die wichtigsten Facts des neuen Zollhof 7 für Sie zusammenzufassen. Zum einen haben wir 3000 Quadratmeter an Fläche. Des Weiteren werden hier 18 Startups einziehen, die heute schon mit uns zusammenarbeiten. Dann werden wir bis zu 200 Arbeitsplätze haben. In normalen Zeiten können hier bis zu 200 Arbeitsplätze sein. In aktuellen Zeiten sind es natürlich etwas weniger, weil wir natürlich auch hier in dem Rahmen unsere Hygienekonzepte so angepasst haben, dass die Menschen hier sicher arbeiten können. Wir haben eine Werkstatt, die mit den Prototypen gebaut werden. Wir haben 2 Duschen, ja, denn sagen wir mal, so wie wir unsere Gründer auch kennen, da sind einige dabei, die eher performanceorientiert sind und sicherlich ihren Morgensport sich nicht nehmen lassen wollen. Des Weiteren dann haben wir einen Workshop, haben wir 2 Workshop-Räume hier. 4 Workshop-Räume, Entschuldigung, wir haben 4 Workshop-Räume, die von den Externen auch genutzt werden kann, die gemietet werden können für Meetings, für kreative Sessions. Wir haben 2 große Event-Spaces, die ebenfalls extern genutzt werden können und natürlich auch einen Garten.
Ja, und ich glaube auch jetzt in Zeiten von Corona, wir merken das Bedürfnis nach Natur, nach dem Grünen. Und wir haben hier eine kleine grüne Oase auch direkt hinter unserem Haus geschaffen, den wir dann nutzen können. Und deswegen lade ich Sie alle und alle, die hier auch aus der Ferne hier zuschaut, ein. Macht mit uns und erlebt mit uns gemeinsam diesen Ort. Erweckt ihn mit uns gemeinsam zum Leben. Nutzt ihn, denn nur durch das Ökosystem, das hier gemeinsam ist, wird dieser Ort auch das werden, was wir uns vorstellen. Und das ist ein Ort für Innovation, für das Neue, für Kreativität und für ganz viele tolle Unternehmen, die hier raus entstehen können. Und so ein Bau, der baut sich nicht von alleine, sondern da braucht es Profis, die da unterstützen. Und ich möchte an der Stelle einigen Menschen, einigen Organisationen hier Danke sagen, dass sie das hier ermöglicht haben. Zuallererst den Planern und Umsetzern, die den Zollhof hier möglich gemacht haben. Und da möchte ich vor allem drei hervorheben. Das ist einmal das Ingenieurbüro und Architektenbüro Peter Anderl, der hier die Baustellenleitung inne hat und die letzten Wochen nochmal hier angefeuert hat, dass wir hier fertig werden zum heutigen Tage. Da ein herzliches Dankeschön. Dann Dres und Sommer, die unser Projektsteuerer waren, die hier die Kosten verfolgt haben, das Projekt gesteuert haben und uns unterstützt haben, als Zollhof das Projekt zu realisieren. Und ganz besonders 2BS, Volker Bernsdorf, Architektenbüro hier aus Nürnberg, der mich als Bauherrn beraten hat und zu guter Letzt auch die Möblierung und Innenausstattung hier geplant und umgesetzt hat. Also ganz herzliches Dankeschön an die Planer und Umsetzer des Zollhofs 7 und zu guter Letzt, ganz, ganz wichtig, wir haben mal nachgezählt, ungefähr 150 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, die hier tagtäglich das möglich gemacht haben. Ganz herzliches Dankeschön an der Stelle. Und Sie ahnen es, so ein denkmalgeschütztes Gebäude, das finanziert sich, muss sich auch irgendwie finanzieren. Und da gab es zwei ganz große Geldgeber. Das ist einmal das Bayerische Wirtschaftsministerium, die 75% der Kosten hier getragen haben. Und das ist die Stadt Nürnberg, die 25% der Kosten des Kaufs des Gebäudes und der Renovierung des Gebäudes hier übernommen haben. Und die Fördergelder gemanagt und auch den Bau geprüft hat die Regierung von Mittelfranken. Und die waren sehr geduldig mit uns und haben uns da gut unterstützt bei dem ganzen Prozess. Auch an der Stelle hier ein ganz herzliches Dankeschön. Und Chris hat es gerade schon erwähnt, es gibt hier im Zollhof-Ökosystem viele Partner, viele Organisationen, die uns hier tagtäglich unterstützen, von denen einige heute auf der Bühne sind. Das sind vornehmlich unsere Gesellschafter. Dieter Kempf, der heute auf der Bühne ist, von ihnen gab es kein Logo, deswegen haben wir einfach ein Foto von ihnen auf die Slides gepackt. Die Stadt Nürnberg als Gesellschafter, die FAU als Gesellschafter und unsere vier Partnerunternehmen, die auch beteiligt sind hier an der GmbH, die Huck Coburg, die Nürnberger Versicherung, Schaeffler und Siemens. Danke an die Partner, es ist großartig, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an das Zollhof-Team. Und wir hatten vor zwei Tagen einen weniger schönen Call mit dem Team, weil wir sie wieder ausladen mussten hier zum Opening, weil uns gesagt haben, die Sicherheit geht vor. Wir werden hier nur die Redner vor Ort haben werden und es wird komplett online stattfinden. Das Team hat in den letzten Wochen alle mit ihren Ideen und ihrem Tun dazu beigetragen, dass der Zollhof hier fertig wurde, dass wir heute die Eröffnung feiern können. Und ich finde es Wahnsinn, das Team, wie wir wertschätzend miteinander umgehen, was für ein unternehmerischer Geist da herrscht und was für ein Drive auch im Team herrscht. Ich finde es super gut. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, liebes Zollhof-Team. Und Chris hat schon gesagt, die Startups, mit denen wir arbeiten, die werden den Zollhof hier zum Leben erwecken. Die werden das draus machen, was hier der Zollhof ab heute sein wird. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf die nächsten Wochen, denn die Startups werden einziehen, werden das zum Leben erwecken, werden das zu ihrem Space machen. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Wochen mit euch zusammen. An dieser Stelle würde ich gerne Hanna Klose auf die Bühne bitten. Sie ist unsere Moderatorin für das Event und wird sie heute durch die Veranstaltung leiten. Hanna, herzlich willkommen hier im Zollhof. Herzlichen Dank. Euch beide darf ich als erstes 1,50 Meter mindestens wegbitten, beziehungsweise vielen, vielen Dank für euer Opening.
großartig, was ihr uns schon mal gezeigt habt. Und wir werden einen ganz, ganz tollen Nachmittag hier jetzt verbringen. Deswegen auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen online sowie offline natürlich hier in diesen sehr leeren Reihen, aber mit tollen Leuten vor Ort. Willkommen zum Zollhof Opening. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir irgendwie doch noch so ein bisschen Live-Charakter dabei haben. Und ihr seht ganz genau, es ist schon die Agenda angezeigt, beziehungsweise wir haben natürlich ein etwas gekürzteres Programm, weil es ja leider wirklich so ist, dass unsere ersten prominenten Gäste die Grußworte digital und virtuell übertragen werden und nicht nochmal hier vor Ort sein können. Denn es gibt natürlich aufgrund der aktuellen Lage einfach nochmal sehr wichtige Meetings. Zollhof ist auch wunderschön und der Nabel der Welt jetzt gerade. Nur natürlich leider können wir Ministerpräsident Söder nicht persönlich begrüßen. Aber wir haben dafür tolle Grußworte. Es gibt zwei Stück, die wir euch unbedingt abspielen möchten zur offiziellen Begrüßung und zur Eröffnung. Einmal von unserem Minister Aiwanger, der stellvertretend für Söder sprechen wird. Und auch Markus König, den Oberbürgermeister von Nürnberg. Deswegen würde ich sagen, ein herzliches Willkommen von diesen beiden und Grußworte ab. In der Zwischenzeit, in der wir die Videos kurz noch suchen bzw. schauen, wo die genau sind, kann ich euch vielleicht ganz kurz einmal willkommen heißen, auch online, denn wir haben natürlich großartig über Zoom einige Menschen dort. Wir haben hier im ganzen Raum die Bildschirme und sehen euch quasi fast live auch übertragen, so wie ihr uns live seht und haben schon großartige Kommentare gelesen zwischendurch. Ich hoffe, die Tour vorhin durch den Zollhof hat euch alle gefreut. Es sind wirklich ganz besondere Räume und ganz tolle Möglichkeiten, die sich hier auch entdecken lassen. Und wir haben durch dieses großartige Netzwerk, was rund um den Zollhof auch existiert, haben wir drei spannende Panels, die jetzt heute Nachmittag hier stattfinden werden. Die Speaker sind fast alle live hier vor Ort und werden sich natürlich auch freuen, dass Sie die Worte auch live sagen werden. Haben wir jetzt ein Grußwort? In zwei Minuten. Ach schön. Du, dann mache ich einfach eine Überleitung und werde bereits erklären, dass wir über Mentimeter unser Publikum online, was natürlich auch jeder hier im Raum nutzen darf, ein paar Abfragen und ein paar Votings zur Verfügung stellen werden. Das heißt, wir hoffen natürlich auch auf digitale Interaktion und wollen nicht nur, dass es so ein vor dem Laptop sitzen, ein gelangweiltes Aufstehen, weil wir so langweilig hier irgendwas erzählen. Das soll überhaupt nicht der Fall sein. Ihr dürft natürlich auch live mit dabei sein und digital uns ordentlich unterstützen und absolut gerne auch jeden Kommentar reinschreiben, wenn ihr Anmerkungen habt oder auch Fragen. Und dann haben wir eine kleine Pause eingebaut, die nachher auch noch passieren wird. Das heißt, in der Zeit gibt es auch ein kleines Voting und wir hoffen, ihr bleibt erfrischt und munter durch diesen Nachmittag. Egal, wo ihr gerade sitzt, hier ist es ein bisschen bewölkt und Regen und Schauer und beziehungsweise Nieselregen war vorhin, jetzt zieht bestimmt gleich noch die Sonne auf. Und ich würde einfach mal sagen, solange wir hier noch warten auf die Grußworte, könnten wir nämlich noch sonst ganz spontan, Daniel, ich gucke dich jetzt natürlich, ganz uneigennützig an. Magst du dir ein Mikro schnappen und auf die Bühne kommen und wir machen hier oben schon mal einen kleinen Smalltalk, damit wir so ein bisschen das Ganze in Gang bekommen. Ich weiß, du bist ein großer Zollhof-Fan und jetzt. Ein Glück. Ja, jetzt kriege ich hier. Der Herr Bürgermeister hat natürlich vor. Den Oberbürgermeister. Sind wir Startklar für Markus König? Das sieht sehr gut aus. Hallo! Sehr gut. Einen wunderschönen guten Tag. Sie dürfen mit Ihrem Grußwort starten. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir sind bereit. Sie dürfen loslegen und zum Zollhof-Opening begrüßen. Sehr gut. Herzlich willkommen. Und man merkt, wir sind alle digital unterwegs. Heute hier aus meinem Homeoffice raus. Ich freue mich, dass ich alle herzlich willkommen heißen kann
zum Opening von Zollhof Tech-Inkubator. Ich habe schon gehört, ich glaube, der Hubert Aiwanger ist auch schon da oder wird auch digital zugeschaltet. Ich freue mich, dass Benjamin Bauer da ist und ich freue mich natürlich an alle Medienvertreter und Journalisten, dass wir heute gemeinsam, auch wenn es etwas eine ungewöhnliche Zeit ist, dass wir digital und gemeinsam unseren Zollhof in den neuen Räumlichkeiten willkommen heißen können. Ich weiß nicht, ob Michael Fraß dabei ist oder er schaut auf jeden Fall digital zu. Auch unser Wirtschaftsminister sozusagen in Nürnberg, unser Wirtschaftsreferent, freut sich, dass es heute ein riesengroßer Tag für uns alle ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Damen und Herren, wie wir vor fast 3 Jahren, war es glaube ich der Oktober, mit Markus Söder und der damaligen Wirtschaftsministerin, Hubert, du bist mir nicht böse, damals war die Ilse Wirtschaftsministerin, haben wir sozusagen den Startschuss mit dem Spatenstich gegeben. Und jetzt kann er endlich dahin ziehen, wo er auch seinen Namen her hat, sozusagen der Zollhof in den Zollhof, in die neuen Räumlichkeiten. Das ist für uns insgesamt in Nürnberg ein starkes Signal, auch für den Wirtschaftsstandort, dass wir hier für die Start-up und die digitale Community wirklich jetzt eine neue Heimat gefunden haben mit dem festen Standort hier am Zollhof. Ich danke dem Freistaat, ganz wichtig, und natürlich allen Mitgesellschaftern, die diesen Prozess mitbegleitet haben, die sich engagiert haben, die natürlich auch Geld gegeben haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wussten Sie, dass der Zollhof der schnellst wachsende Tech-Inkubator ist? Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Wenn man sich mal anschaut, in ganz Deutschland sind wir wirklich am schnellsten wachsenden Inkubator. Und insgesamt kann man sagen, sind wir mit dem Medical Valley in Erlangen einer von 12 digitalen Hubs in Deutschland, die wirklich an der Spitze stehen und auch wirklich durch das Bundeswirtschaftsministerium auch mit gefördert werden. 35 Mitarbeiter dürfen mit dem Benjamin Bauer gemeinsam gestalten und den Zollhof mit dem ganzen Team sozusagen nach vorne bringen. Was mich auch freut, 50% Frauenanteil. Ich glaube, auch das ist ein Zeichen, dass wir nicht nur jünger, sondern auch weiblicher werden und das Ganze auch in die Zukunft, glaube ich, auch ausgerichtet sehen. Es geht nur gemeinsam mit einer guten Mischung. Insgesamt, glaube ich, wenn man sich auf die Zahlenbasis mal schaut, haben wir 50 Start-ups, haben im Moment die Heimat im Zollhof auch gefunden, mit den Netzwerken, die wir an dieser Stelle haben. 500 Arbeitsplätze haben wir seit Beginn, seit 2016, wo wir sozusagen schon losgelegt haben mit der Betreibergesellschaft, auch wirklich Arbeitsplätze in der Region und auch in Nürnberg hiermit geschaffen. Das ist für uns eine großartige Leistung und dafür möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für alle, die mitgewirkt haben. Ja, diese beachtliche Zahl, die lässt sich sehen. Wir haben natürlich auch als Nürnberger und als Stadtspitze auch gerne investiert. Ich weiß, es haben viele Geld hineingelegt, aber ich bin auch stolz darauf, dass unsere Stadt auch diese Chance erkannt hat und wir das Ganze mit 2 Millionen auch mitfinanziert haben. Insgesamt ist es für uns wichtig, dass wir so einen Tech-Inkubator in Nürnberg haben. Wir sind der Digitalstandort. Wir wollen der Place to be für die Szene sein, hier in der Metropolregion, hier in Nürnberg. Aber natürlich wollen wir das auch in ganz Deutschland senden, dass wir in Nürnberg wirklich Hightech-mäßig unterwegs sind. Wir haben ja insgesamt, wenn man mal vergleicht, wenn man mal München nimmt, wenn man mal Bonn noch nimmt, sind wir unter den 20 größten Städten Deutschlands, die wirklich die Spitzenplätze beim Anteil der Beschäftigten ja im IT- und im Kommunikationssektorbereich auch insgesamt beschäftigen. Das ist für uns schon eine beachtliche Zahl und wir werden da, meine Damen und Herren, oftmals auch wirklich unterschätzt. Wir haben neue Unternehmen, ich habe es vorhin schon erwähnt, Start-ups, Spin-offs, wichtige Impulsgeber, die genau diesen Standort, den Wirtschaftsstandort und auch den Innovationsstandort Nürnberg an der Stelle hochleben lassen und auch nach vorne bringen wollen. Ziel, meine Damen und Herren, muss es doch sein, dass wir als Stadt, aber auch als Metropolregion hier in Nürnberg, dass wir wirklich die Innovationshauptstadt werden. Das muss auch unser Anspruch sein. Und ich bin mir auch sicher, dass wir mit unserer Technischen Universität, die wir ja jetzt auch in den nächsten Jahren auf den Weg bringen, dass wir da auch eine gute Zusammenarbeit leisten werden und auch aufbauen werden, die dann dazu bringt, dass wir noch mehr Leute dazu überzeugen können, dass sie sich in einem Start-up wiederfinden, dass sie Mut haben, was zu gründen
und dass wir wirklich einen Wegbegleiter haben, wie der Zollhof, der dann wirklich auch die Menschen in ihrer Selbstständigkeit, in ihrer Start-up-Phase mit begleiten. Wir in Nürnberg begleiten das sehr gerne. Wir haben ja nicht nur den Zollhof, wir haben das Start-up Digital Nürnberg im Klee Center, wir haben Nick e.V., wir haben viele andere Projekte. Ich erinnere mal an die Nürnberger Digitalfestival, an den Ideenpitch Region Nürnberg, an den Webmontag, Kreativ Monday, Startup Foundation. Also ich glaube schon auch, dass wir auch als Stadt erkannt haben, wir wollen was und wir können es. Und deshalb wollen wir auch in dieser Szene ganz vorne mit dabei sein. Auch im Rahmen der Kulturhauptstadt, das kann ich vielleicht auch an der Stelle auch nochmal sagen, wir sind in den letzten Zügen, werden wir auch so ein Kreativzentrum nochmal planen. Wir versuchen auch in der alten Feuerwache, dass wir auch hier so eine Gründerszene dann auch mit zu etablieren. Ich glaube, es kann nicht genug davon geben. Wir wollen nochmal die Hauptstadt der Kreativen sein. Unser Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird sein, die Technische Universität. Unsere Initiative, der Kollege Aiwanger weiß es, wir haben in den letzten Wochen das 5G Bavaria des Fraunhofer-Instituts mit eröffnet. Wir wollen auch hier wirklich das Anwendungszentrum Embedded System Institute hier auch in Nürnberg nochmal an den Start gehen und unterstützen. Also insgesamt auch mit dem Josefs haben wir eine Breite, die wir an der Stelle bieten, auch mit allen, ob Fraunhofer, mit Josef, mit allen, die sich da beteiligen, sind wir, glaube ich, wirklich als Partner sehr gut unterwegs. Ich möchte jetzt einfach dem Zollhof 7, das ist ja die Heimat jetzt sozusagen, alles Gute wünschen. Ihnen viel Kraft, natürlich viele neue Ideen. Wir müssen da wieder hinkommen, dass aus Nürnberg die guten Ideen so umgesetzt werden, dass wir noch viel mehr Arbeitsplätze in die Region holen und dass wir Mut machen, sich wirklich auch selbstständig zu machen und diese Start-up-Szene dann auch wirklich durch die Decke geht. Hier in Nürnberg soll die Zukunft sein, meine Damen und Herren. Deshalb alles Gute allen Gründerinnen und Gründern, dass wir wirklich gut unterwegs sind. Sie können gewiss sein, die Stadt begleitet es sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch hier, jeder Euro, den wir investiert haben, ist der richtige Euro. Deshalb, hier lebt die Zukunft, hier gestalten wir Zukunft. Und meine Damen und Herren, Nürnberg und die Metropolregion hat Zukunft. Alles Gute und viel Spaß heute bei der Eröffnungsparty. Dankeschön. Vielen Dank für diese Grußworte. Jetzt folgen die Grußworte von unserem Minister Aiwanger. Hallo, Sie sehen mich? Ja, wir hören Sie und sehen Sie. Schöne Grüße nach Nürnberg in den Zollhof. Lieber Markus König, leider habe ich keine so schöne Kulisse hinter mir, keine Burg, sondern nur die Werbewand des Staatsministeriums. Trotzdem mit derselben Energie, mit derselben Freude begrüße ich die heutige Eröffnung. Ein weiteres digitales Gründerzentrum soll an den Start gehen. Ein Gründerzentrum, für das wir gerne eine gute Handvoll, etwas mehr als eine Handvoll Millionen investiert haben, um hier ganz gezielt nach vorne zu kommen, um das Thema der digitalen Gründungen weiter zu stärken. Wir haben ja in Bayern insgesamt 19 digitale Gründerzentren an 27 Standorten als Ziel der Ausbaumaßnahme. Wir sind mit Gründerland Bayern ja stark unterwegs, um die Start-up-Szene zu verdichten und zu verkomplettieren. Und ich glaube, die digitalen Gründerzentren und damit auch Zollhof ist eine Antwort auf Corona. Wir sehen ja reihum wegbrechende Arbeitsverhältnisse. Gerade auch der Großraum Nürnberg hat hier sehr viel aushalten müssen in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Strukturwandel, an Transformation, hat viele Arbeitsplätze verloren, hat aber immer wieder Neues geschaffen. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als mehr Neues zu schaffen, als Altes wegbricht. Und wer könnte das besser tun als unsere Startups mit bester Begleitung, die hier die Arbeitsplätze von heute und morgen schaffen, die Unternehmer von morgen sein werden. Es sind auch schon
sehr aussichtsreiche Startups hier am Start und werden dort in den nächsten Jahren von sich hören lassen. Da bin ich sehr überzeugt. Als Freistaat haben wir hier ja insgesamt schon an die 120 Millionen, die wir investieren werden in die Gründerzentren, in die Startups, dann noch deutlich mehr, weil wir ja jetzt auch viele Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Zuletzt unser Scale-Up-Fonds mit über 100 Millionen Euro, um eben auch diese Entwicklungen dann finanziell zu begleiten, um nach den ersten Gründerschritten, die hier ja in solchen Gründerzentren meistens getätigt werden, mit bester Umsorgung, diesen Firmen auch den Weg ja in die Märkte zu ebnen. Wir wollen künftig auch noch deutlich internationaler die Start-up-Szene öffnen, wollen hier den Zugang auch zu den internationalen Märkten noch deutlich mehr begleiten, wollen aber trotzdem, dass diese Unternehmen natürlich in erster Linie bei uns zu Hause bleiben, bei uns zu Hause Arbeitsplätze schaffen, trotzdem ihre Produkte dann idealerweise weltweit exportieren. Und wir haben hier mittlerweile große Erfolge zu verzeichnen. Bayern ist mittlerweile Gründerland Nummer 1 in Deutschland. Wir haben im zweiten Quartal auch erstmals die Zahlen von Berlin überholt, NRW auf Platz 3. Also bis dato war ja immer Berlin ein bisschen das Mekka der Start-up-Szene. Und künftig wird es Bayern, wird es Franken, wird es auch der Zollhof sein, dass wir hier Firmen ins Laufen kriegen, die ja international gefragt sein werden und die dafür sorgen, dass wir die Arbeitsplätze von morgen schaffen. Mich freut es, dass hier ein hochkarätiges Publikum dabei ist. Neben dem Herrn Oberbürgermeister, den ich ganz zu Beginn schon begrüßt habe, darf ich auch Herrn Präsident Professor Hornecker, dann den Herrn BD-Präsidenten Kempf, weitere hochkarätige Referentinnen und Referenten begrüßen, natürlich auch Vertreter der Kommunen, genauso auch die vom Zollhof Tech Inkubator, das Personal, was auch hier sich schon alles angesammelt hat und die Wissenschaft im Saal und an den Livestreams. Also heute eine breite Teilnehmerschaft, hochqualifizierte Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Startup-Szene in Bayern voranzubringen, die sich heute freuen, dass wir einen weiteren Startschuss setzen mit dem Zollhof. Mich freut es, dass Nürnberg auch im Bereich der Hightech damit einen weiteren Trittstein bekommt. Wir haben im Bereich Wasserstoff dort ja in letzter Zeit Akzente gesetzt. Wir sind mit einem Anwenderzentrum für 5G und vielen weiteren Dingen mittlerweile im Raum Nürnberg unterwegs. Ich wünsche mir, dass Nürnberg wirklich auch neben München eine große bayerische, eine große deutsche Metropole im Bereich der Hochtechnologie wird und dort sich die Arbeitsplätze der Zukunft ballen werden. Also alles Gute, schöne Grüße an die Nürnberger Freunde, schöne Grüße in den Zollhof. Machen Sie es gut, eine erfolgreiche Tagung. Alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Vielen Dank, Minister Aiwanger. Und wir hätten Sie natürlich gerne live begrüßt, aber so gehen natürlich Grußworte im Jahr 2020 auch. Jetzt bauen wir hier auf und starten für unser erstes Panel. Und dazu fangen wir gleich an mit richtigen Fans, könnte man sagen, vom Zollhof. Ich darf ganz herzlich auf die Bühne hier vorne bitten. Einmal Daniel Kraus, Gründer und CIO von Flixbus, Ayajav, Autorin und Forbes 30 Under 30, Dr. Roland Busch, Deputy CEO von Siemens, Professor Joachim Honecker, Präsident der FAU und Klaus Rosenfeld, der CEO von Schaeffler. Ich würde sagen, wir kriegen einen großen Applaus hin von allen, die jetzt noch hier so im Saal sind. Sie und ihr dürft euch auf die Stühle verteilen. Da wir in 1,5 Meter Abständen gerechnet haben, werde ich mich nicht auf der Bühne befinden und werde von der Seitenlinie schön die Fragen reingeben. Aber es ist auch einfach das Spotlight, was euch und Ihnen gehört. Und deswegen finde ich es großartig, wenn genau da auch die Kameras hingehen.
Ich habe gerade schon gesagt, dieses erste Panel, das Ecosystem Innovators, ist unter so ein bisschen dem Stern der Fans der ersten Stunde und auch wirklich den absoluten Supportern vom Zollhof 4, von Zollhof 7 jetzt und natürlich von denen, die von Anfang an dabei waren. Deswegen hat jeder, der jetzt auf diesem Panel sitzt, so seine eigene kleine Geschichte, warum denn überhaupt nicht nur dieses Team, sondern auch das Ganze als Inkubator und auch für die Region so richtige Strahlkraft mitbringt. Deswegen, Daniel, du bist wirklich so, also mit der wahrscheinlich Prominenteste, der auch noch seinen Schreibtisch hier schon geclaimed hat, unten in dem Stockwerk. Deswegen würde ich dich bitten, was macht denn den Zollhof jetzt wirklich so einzigartig für dich in der Gründerszene, die wir in Deutschland mittlerweile haben? Du bist von Anfang an dabei als Mentor und auch mit deinem Startup jetzt nochmal hier, beziehungsweise es ist ja kaum mehr ein großes Startup, aber erzähl uns doch mal kurz zum Einstieg, warum du so ein Fan bist. Also natürlich bin ich Fan, weil es in Nürnberg ist und ich bin Franke und ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf, was wir mit unserer Zentrale in München aufbauen konnten über die letzten fast 10 Jahre mit Flixbus. Der kleine Wehmutstropfen, dass es nicht hier in Franken war, weil es eben den Zollhof zu dem Zeitpunkt nicht gab, der hat mich sehr lange begleitet. Und als dann Benjamin damals gesagt hat, er legt den Unicoach ab und macht das hier, habe ich mir gedacht, endlich. Etwas spät, aber besser spät als nie. Und warum ich das neben dieser Lokalpatriotismus-Geschichte noch gut finde, ist, ich glaube, die Region, das hat unser Bürgermeister schon gesagt, ist unterschätzt. Wir haben wahnsinnig tolle Unternehmen, ja, einige davon sitzen mit mir auf der Bühne und haben hier wesentlich mehr Schreibtische in der Region als Flix. Und ich glaube, es ist Zeit geworden, dass wir das auch mit dieser Innovations- und Startup-Kultur etwas expliziter machen. Und da ist der Zollhof ein sehr, sehr, sehr gutes Aushängeschild. Und deswegen bin ich nicht nur Fan erster Stunde, sondern haben wir eben auch gesagt, wir machen hier Softwareentwicklung neben München und Berlin und Kharkov in der Ukraine, weil wir glauben, dass es auch hier noch sehr, sehr viel junges Talent gibt, das die Wahl haben soll zwischen sehr tollen etablierten Unternehmen, die mit S anfangen oder etwas jüngeren, die mit F anfangen. Ja. Und das macht mich, glaube ich, zum Vollblut-Fan. Und außerdem, das hast du schon gesagt, das darf man nicht vergessen, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Team. Wir haben jetzt Benjamin sehr häufig gesehen, gestern ist da irgendwo und alle drumherum. So viel Engagement ist selten gesehen und ich glaube, dadurch, dass es was Neues ist und was Besonderes und nicht eins von vielen, wie es vielleicht bisweilen in unserer Hauptstadt ist, brennt das Feuer noch mal heller. Ah ja, vielleicht steigst du da direkt ein, denn du hast ja nicht nur jetzt nochmal dir ausgesucht, zurückzukommen zum Zollhof, sondern du warst ja auch schon mal hier. Wie war dein Start? Ja, ich bin natürlich überglücklich, hier heute zu stehen, weil das ja schon seit über 3 Jahren jetzt in Planung ist. Und ich war einer der ersten Leute, die, ich glaube, Benjamin auch angefragt hat, mitzuarbeiten. Und ich erinnere mich noch daran, wie er mir die leeren Zollhof-Räume von damals gezeigt hat, vom alten Haus. Und ja, jetzt zu sehen, wie groß das schon geworden ist, wie viele Startups dabei sind, das ist einfach unglaublich. Also ich kann das wirklich gar nicht fassen. Ich war damals noch in der Rolle als Head of Communications und ich habe noch so ein bisschen geschaut, okay, über was könnte ich denn so Cooles berichten? Und wir hatten uns damals, ich erinnere mich noch, so Beanbags gekauft zum Sitzen und eine Playstation. Und das war so einer meiner ersten News, glaube ich, auf Instagram. Wir haben eine Playstation, voll cool. Und dann aber irgendwann haben natürlich die Startups komplett überhand genommen. So, wen kümmert die Playstation bei uns? Es ist so viel wichtiger, wer bei uns da sitzt und was da für tolle Sachen entstanden sind. Und darüber durfte ich fast 2 Jahre lang berichten und jetzt auch mit ihnen arbeiten. Also das ist natürlich echt ein cooles Highlight. Jetzt, Herr Busch und Herr Rosenfeld, jetzt als größere Unternehmen in einer anderen Größenordnung, jetzt als ein Startup direkt, warum sucht man sich hier lokal Nürnberg als Hotspot aus für diese Startups und für die Unterstützung und dem Netzwerk? Warum sucht man sich nicht ein Silicon Valley aus? Tja, fangen wir mal mit der Metropolregion Nürnberg an. Das ist mittlerweile die größte Region für Siemens. Also wir sind da schon und sind da schon sehr, sehr lange. Könnte fast sagen, Erlangen ist ein Siemens-Town. Universität ist natürlich auch da, ganz klar, aber haben wir schon fast okkupiert. Also so gesehen, da kommen wir her, das sind auch Wurzeln, die gehen ganz, ganz, ganz weit zurück. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben hier nicht nur Verwaltung, wir haben auch viel Forschung, Entwicklung und wir haben eine Top-Uni mit der FAU.
Das ist eine der innovativsten Unis Deutschland oder die innovativste Europas. Europas auf Platz 2, weltweit Platz 14, habe ich gelernt. Also das passt natürlich wunderbar, passt auch zu uns. Wir zählen Siemens auch zu einem der innovativsten Unternehmen weltweit. Da fehlt aber noch was. Ne? Also eigene Innovation, intern, Partner, FAO, und da fehlt nämlich die Startup-Szene. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, Unternehmer zu haben, junge Unternehmer zu haben, die für eine Vision brennen, Technologien umsetzen wollen, ins industrialisieren wollen. Und das passt natürlich ideal zusammen, dann haben wir diesen Dreiklang. Und deswegen für mich ideal und vielleicht von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Zollhof-Team, was sie in den 3 Jahren hier hingestellt haben und dass jetzt der Einzug passiert, finde ich ganz toll. Herzlichen Dank dafür nochmal. Ja, ich schließe mich gerne an, Dr. Busch. Es ist immer eine besondere Herausforderung, mit einem seiner größten Kunden auf dem gleichen Podium sitzt. Aber uns verbindet eigentlich viel mit Siemens, vor allen Dingen hier die Nähe zur Region. Wir sind gerne hier und natürlich wünschen wir uns, dass in Nürnberg, in der Metropolregion, Innovation, Technologie, aber vor allen Dingen Unternehmergeist eine Rolle spielt. Ich glaube, der Zollhof ist ein idealer Ort, um Ideen auch zur Marktreife zu bringen. Dafür haben wir hier, glaube ich, die ganz super Voraussetzungen und da wollen wir uns gerne auch beteiligen. Und das kann ich jetzt sagen, auch wenn ich nicht zur Familie Schaeffler gehöre, aber Schaeffler ist ein Familienunternehmen und wenn man da mal zurückguckt, dann sind die Schaefflers auch mal ein Start-up gewesen. 1946 haben das 2 Brüder gegründet und Sie werden jetzt in absehbarer Zeit sehen, dass das Kernprodukt, was die sich damals ausgedacht haben, was damals keiner für möglich gehalten hat, das sogenannte käfiggestützte Nadellager, dass das jetzt 70-jährigen Geburtstag hat. Und das ist eigentlich auch ein toller Beleg, warum man auch außerhalb des Silicon Valleys und außerhalb von China Dinge machen kann, die dann auch noch ein paar Jahre dauern und nicht sofort wieder verschwinden. Und diese Idee, sich immer wieder neu zu erfinden, die haben wir eigentlich versucht, auch über die ganzen Jahrzehnte mitzunehmen. Und wenn das der Zollhof unterstützen kann, wenn er das vielleicht sogar selber übernimmt als Idee, dann kann man nur gratulieren, dass Sie das hier heute aufmachen, dass wir das aufmachen. Und ich wünsche allen Beteiligten, dass Sie viel Pioniergeist haben, viel Unternehmergeist haben und zu sehr erfolgreichen Startups werden. Das Stichwort ist schon Pioniergeist. Da möchte ich gerne zur Uni wechseln. Und Professor Honecker, Sie haben letztes Jahr einen begeisternden, brillanten Vortrag gehalten zum Digital Tech Summit in der Arena. Das blieb mir so sehr in Erinnerung, dass ich seit dem Zeitpunkt weiß, dass absolut die FAU als Innovationstreiber und Innovationskraft wirklich hier auch nicht nur ernst genommen wird, sondern auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen voranbringt. Jetzt sind Sie eine der Ersten gewesen, die wirklich am Zollhof ganz nah dran waren. Wie sehr ist genau diese Rolle der Uni auch wichtig, dort einzusteigen und die Türen zu öffnen, da zu sein, diese Innovationskraft auch wirklich in dieser Region nochmal zu multiplizieren? Also ich bin vor 17 Jahren als Professor an die FAU gekommen und die erste Veranstaltung, die ich damals aufgelegt habe, war ein Firmengründerseminar. Und ich wollte von Anfang an, dass wir in den Hörsälen diesen Innovation Spirit auch spüren und dass unsere Studis von Anfang an auch den Mut aufbringen, das Gelernte anzuwenden und sich Problemen zu stellen, die bislang noch keiner gelöst hat. Jetzt bin ich Präsident, habe natürlich viel mehr Möglichkeiten, hier auch in der Metropolregion das Thema Innovation und Universität zu spielen. Wir haben, als wir bei mir, ich erinnere mich noch sehr gut, im Amtszimmer saßen mit den 3 Wirtschaftsreferenten der 3 Städte und entschieden haben, wo gehen wir denn hin mit unserem Gründerzentrum, das wir hochziehen wollen, uns bewusst für den Standort Nürnberg entschieden, weil die FAU ist ja an vielen Standorten in der Metropolregion sehr aktiv. Und wir wollten bewusst auch den Standort Nürnberg gezielt ausbauen. Und mit dem Zollhof haben wir hier ein Umfeld geschaffen. Ich muss sagen, wenn du hier reinkommst, dann hast du sofort das Gefühl, hier passiert was, hier möchte ich mitarbeiten. Und das ist genau dieser Mindset, den ich bei unseren Studis erzeugen möchte und dann auch die Bereitschaft generieren, in das Risiko zu gehen und ein Unternehmen zu gründen. Ich selber habe auch schon 3 Unternehmen gegründet, habe auch viel Geld verloren mit einem Unternehmen. Aber ich denke, das sind Dinge, die müssen wir auch mit unserer deutschen Kultur ein bisschen lernen, ins Risiko zu gehen, auch dann wieder aufzustehen, wenn es mal nicht so funktioniert hat und die nächste Idee generieren. Denn eins ist sicher, wir werden in der weltweiten Konkurrenz als Universität und Ideenschmiede nur dann bestehen, wenn wir die richtigen Leute herholen und denen das mitgeben, um die aktuellen Fragestellungen, die uns jetzt im Moment
beschäftigen, auch lösen können und Visionen haben und die auch umsetzen können. Also als innovationsstärkste Universität, da bin ich, wie gesagt, sehr stolz drauf, dass wir in Deutschland im Moment alle weit hinter uns gelassen haben und weltweit auf Platz 14 stehen, verstehen wir es doch in einer Art und Weise, Grundlagenforschung mit industrienaher Forschung und Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen zu verbinden, wie kein zweiter Standort. Und das macht uns im Moment stark und da arbeiten wir auch konsequent weiter. Und unser Zollhof ist da ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Auch wenn die drei Buchstaben FAU im Zollhof nicht vorkommen, wir sind Zollhof. Danke. Dankeschön dafür. Da kann man noch mal mit den beiden reden. Also ich glaube, das kriegen wir bestimmt was hin. Vielleicht noch eine Ausgründung oder sowas. Jetzt ist das Netzwerk sehr divers und hat wirklich unterschiedliche Partner wirklich zusammengebracht. Mit welchen Themen beschäftigt ihr und sie euch jetzt tagtäglich im Kosmos dieses Zollhofs? Was für Themen treibt sie um und welche spannenden Sachen sind jetzt gerade hier in Nürnberg auch wirklich vor Ort vielleicht das, was am relevantesten sich rauskristallisiert? Ich weiß, dass zum Beispiel Mobilität ein Thema ist oder Gesundheit und da kommen viele verschiedene Player auch wirklich zusammen und nutzen diesen Netzwerk- und Ökosystemcharakter sehr gerne. Wie sieht das in der täglichen Arbeit aus? Fange ich mal an. Also Siemens beschäftigt sich mit dem Rückgrat von Gesellschaft, also mit Industrie, Infrastruktur, Gebäude, Transport und Gesundheitswesen. Würde ich mal sagen, das ist ein Querschnitt, der dürfte auf viele, viele Startups, die hier jetzt einziehen werden, zutreffen in irgendeiner Form. Weniger mit B2C, also wenn wir mit Endkunden zu tun haben, da haben wir irgendwann mal erkannt, Siemens kann das nicht so gut. Das heißt, wir machen das dann mehr mit Geschäftskunden. Aber letztendlich ist es ein breites Spektrum. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir auch einen eigenen Venture Capital Fonds haben mit Next 47. Da geht es, die Strategie ist relativ einfach erklärt, Capital, Catalyst und Create. Capital ist, wir schauen, dass wir Startups finanzieren, uns beteiligen, schreiben auch mal kleine oder größere Tickets aus. Wir schauen natürlich auch hier rein. Dann gibt es den zweiten Punkt, der heißt Create. Wir haben eigene Accelerator. Wir versuchen also, eigene Mitarbeiter zu motivieren, Startups zu gründen. Das ist ein Kurs, durch den die durchlaufen, mit der Hoffnung, dass sie hinterher dann auch Finanzierung kriegen. Da überlegen wir momentan, wir haben vorhin gesprochen, inwieweit man auch von der Uni nochmal da so einen Booster kriegen kann, um die Pipeline zu füllen. Das finde ich auch toll, dass dann mehr Startups auch hier reinziehen können. Und das dritte ist Catalyst. Da geht es im Wesentlichen darum, wie können wir Startups helfen, schneller Fuß zu fassen. Also entweder Türen beim Kunden aufzukriegen und Sie können uns glauben, wir kriegen viele, viele Türen auf bei vielen, vielen Kunden weltweit. Oder eben deren Technologien bei uns einzusetzen, falls das möglich ist, oder eben mit unseren Experten zu sprechen und Unterstützung zu bekommen. Also verschiedene Facetten und deswegen schauen wir uns da sehr genau an, welche Startups hier einziehen werden, welche Herausforderungen sie haben. Wenn wir irgendwie helfen können, tun wir das. Wie sieht das sonst aus bei jetzt zum Beispiel dir, Daniel? Also tatsächlich ist die Firma Flix gar nicht mehr so hauptrangig. Ja, wir haben jetzt hier ein Büro, weil das einfach Pflicht ist als quasi fränkisches Unternehmen. Manche von meinen Kollegen haben gesagt, okay, der Alte hat sich hier nur ein Büro einrichten lassen, damit er nicht immer nach München und Berlin fahren muss. Stimmt nicht, hier gibt es einfach wahnsinnig gute Softwareentwickler. Das ist die eine grundsätzliche Art der Kooperation. Ich persönlich bin sehr privilegiert und wahnsinnig dankbar, dass wir in so kurzer Zeit so ein erfolgreiches Unternehmen gebaut haben. Und es geht nicht nur darum, irgendwie sicher und verlässlich, gerade jetzt auch in den heutigen Zeiten, Menschen von A nach B zu bringen, sondern es geht auch darum, gerade für mich, das, was ich lernen durfte, weiterzugeben. Und deswegen versuche ich nicht nur das Team, sondern auch die Startups, wenn sie es mögen, zu unterstützen als Mentor. Und witzigerweise gibt es sogar schon ein, zwei Startups, mit denen wir in Diskussion waren und mindestens eins, in das wir auch das wir finanziert haben. Also von daher ist das ähnlich breit aus einem anderen Blickwinkel, glaube ich, wie beim Herrn Dr. Busch. Ah ja, vielleicht magst du oder ja, Herr Rosenfeld. Also ich nehme das Thema Mobilität auf, weil das ja in aller Munde ist und ich glaube, man kommt da ganz schnell zu Konsens, wenn man feststellt, dass sicherlich das Verständnis von Mobilität sich wandelt. Das wird halt festgemacht an dem Thema E-Mobilität. Wenn man jetzt mal das Thema E-Mobilität ein bisschen breiter definiert, dann geht es darum, Fahrzeuge zu elektrifizieren. Wenn man jetzt in die Geschichte zurückgeht, da war Nürnberg da und Dr. Busch kennt das besser als ich, mit den Zügen sicherlich ein Vorreiter. Heute reden wir halt alle über E-Mobilität und Tesla und Batterien und Ähnliches mehr. Ich glaube, wenn man das Thema Mobilität etwas breiter begreift und sich wirklich fragt,
wie passt das eigentlich in die Landschaft und was braucht es eigentlich dafür, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten, dann sollte man das nicht auf die Frage batterieelektrisch oder Verbrennungsmotor reduzieren. Da gibt es viel, viel mehr Überlegungen, was man eigentlich sinnvollerweise tun kann. Und da ist natürlich so eine Start-up-Umgebung nochmal unheimlich spannend, weil das Denken sozusagen out of the box, wie man sagt, da auch einem etablierten Unternehmen eine Menge helfen kann, mal außerhalb des eigenen Gartenzauns und der eigenen Unternehmenswende zu denken. Und das ist das, was wir uns hier versprechen, dass man auf Menschen stößt, auf Talente stößt, auf Pioniere stößt, die vielleicht komplett anders dran gehen und sagen, Mensch, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Und wenn man das dann etwas weiterzieht und vielleicht wegbringt von, so von dem politischen Mainstream, dann hat das auch hier sehr große Attraktivität für ein etabliertes Unternehmen, was übrigens nicht nur Mobilität macht, sondern was eigentlich für Bewegung steht. Und Mobilität und Motion ist dicht beieinander, aber ich würde gerne einmal an der Stelle auch unseren neuen Claim nennen, der nämlich We Pioneer Motion heißt und nicht Mobility. Absolut. Und inwieweit ist da das Potenzial, jetzt vielleicht rückblickend auf die letzten 3 Jahre genutzt für die Zukunft? Also wie lässt sich das für die Zukunft übertragen? Gibt es da mehr Potenzial in dieser Partnerschaft, weil jetzt gewisse Weichen gestellt wurden? Also ich glaube, da ist die Verbindungslinie immer folgende. Wie kommt man von der Idee zur Skalierung? Und das ist etwas, was eine spezielle Fähigkeit braucht. Sie können tolle Ideen haben, aber damit haben Sie sie noch lange nicht in Menge produziert. Und das ist etwas, was Schaeffler kann und warum wir sagen, da kann man vielleicht auch im gegenseitigen Austausch dann einem Startup unterstützen, zur Seite stehen. Bevor wir auf die erste Publikumsfrage eingehen, würde ich gerne nochmal auf den Gesundheitstrend oder die Gesundheitsthemen, die besonders 2 Personen hier auf dem Panel sehr beschäftigen, eingehen. Aya, warum genau das Thema Digitalisierung und Gesundheit? Also für mich hat das eine ganz persönliche Verbindung. Ich habe eine Krankheit, die ich vor 1,5 Jahren diagnostiziert bekommen habe und ohne das jetzt studiert zu haben, habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich ja für mich selbst einfach mein Leben vereinfachen. Und ich muss ehrlich sagen, dass der allererste Kontakt, an den ich gedacht habe, war das Zollhof, an das ich mich wenden kann. Und ich bin einfach zu einem Team hin und habe mich da beworben und ich habe mit Anne telefoniert und ich meinte, hey Anne, ich habe diese eine Idee, was denkst du denn davon? Und ich finde es super cool, dass einfach in diesem Gespräch nicht einmal irgendwie vorkam, du hast das gar nicht studiert, lass es mal lieber. Sondern es kam eher so ein, ja, versuch es. Das sind die ersten Partner, die du ansprechen kannst. Das sind die Leute, die dir helfen könnten. So könnte ein möglicher Businessplan ausschauen. Und sprich doch einfach noch mal in 2 Wochen mit uns und dann helfen wir dir weiter. Und dafür genau schätze ich den Zollhof. Also man muss nicht mal im Batch sein, um wirklich Hilfe zu bekommen, sondern man kann einfach hin und einfach mal anfragen, unverbindlich und ja, und immer auf Leute, ja, mit Leuten rechnen, die einem auch einfach weiterhelfen. Und klar, es ist ein Gesundheitstrend, aber ich glaube, es ist mehr Trend, weil einfach so viel möglich ist im Moment. Und ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mit den verschiedensten Partnern aus dem Medical Valley auch in Kontakt zu stehen und dort zu schauen, wie kann ich denn da auch irgendwie Hürden abschaffen, um da wirklich einen Zugang zu diesem Markt zu kriegen, ohne dass es studiert oder ohne da jetzt irgendwie Großkapital zu haben, um einfach nur mal eine Idee auszutesten. Und das ist schon viel wert. Professor Honecker, was treibt Sie in dem Bereich um? Also das Thema Gesundheit, das wissen wir gerade jetzt auch in Zeiten der Pandemie, ist natürlich ein ganz, ganz zentrales. Und wenn man sich anschaut, wie das Gesundheitssystem arbeitet, wie es funktioniert, dann stellt man sehr schnell fest, dass gerade im Bereich der Digitalisierung hier ein ungeheurer Nachholbedarf besteht. Jeder, der mal beim Arzt war und dann vielleicht von einem Arzt zum anderen geschickt wurde, hat immer die gleichen Zettel ausgefüllt und man denkt sich, das kann doch nicht mehr zeitgemäß sein. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber wir haben in dem Bereich ein riesengroßes Potenzial. Und was auch sehr wichtig ist, es sind nicht nur die bildgebenden Systeme, die Messsysteme, die hier hohes Potenzial bieten, sondern darüber hinaus kann jeder Einzelne, der sich mit Digitaltechnik beschäftigt, mit Informatik, mit künstlicher Intelligenz, hier beitragen.
Beiträge leisten, relativ leicht auch Produkte an den Markt bringen, die über das Smartphone genutzt werden können und die einen Beitrag zur digitalen Gesundheitsversorgung leisten. Also ich sehe hier ein riesiges Potenzial und insbesondere hier in der Metropolregion mit den ganzen Kliniken, die wir vor Ort haben. Wir haben mit dem Universitätsklinikum einen Vollversorger, der an der Weltspitze mitarbeitet und mitforscht. Wir haben mit dem Klinikum hier in Nürnberg das größte städtische Klinikum. Wir haben viele Kliniken außenrum. Wir haben über 500 Mittelständler. Wir haben die Universität, die die Medizin, Technik und die digitale Gesundheitsversorgung als Schwerpunkt mit deklariert hat. Wir haben Ausbildungsangebote, den Studiengang Medizintechnik, wo man sich in dem Bereich spezialisieren kann. Und damit haben wir an sich ein Ökosystem hier vor Ort, wo so viel Hand in Hand geht und ineinander übergreift wie an kaum einem zweiten Standort weltweit, insbesondere auch mit dem innovationsstarken Unternehmen Siemens Healthineers, die weltweit vernetzt sind. Und im Bereich der medizinischen Daten sehe ich da nach wie vor einen Riesenschatz rumliegen. Da steckt so viel medizinisches Wissen drin. Wir müssen es aus Deutschland heraus, aus der Metropolregion heraus schaffen, diesen Datenschatz zu heben und ein Google für die Medizin zu schaffen, medizinisches Wissen aus den Daten generieren. Also da sehe ich ein Riesenpotenzial und die Universität wird alles daran setzen, hier die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir einerseits die Leute mit ins System bekommen, die bereit sind, an solch komplexen Fragestellungen zu arbeiten, aber auch die Unternehmen zusammenzuführen und zusammenzuschnüren und ein Netzwerk auszubauen, in dem das vielleicht möglich sein wird. Gehen wir mal auf eine Publikumsfrage. Wie schaffen wir es, dass sich die etablierten Unternehmenskultur der Corporate Partner für das unternehmerische Mindset des Zollhof-Ökosystems öffnen? Wer möchte antworten? Beschäftigt mich den ganzen Tag. Also gute Antwort. Sehr gute Frage. Das ist der Grund, warum wir eine der vier strategischen Prioritäten, die wir jetzt zum 1.10. an unsere Mitarbeiter gesendet haben, eine davon heißt Growth Mindset. Was wir damit meinen, ist, dass sie, wenn sie mit bestimmten Fähigkeiten geboren wurden, dass sie, wenn sie sich hingeben, Zeit investieren, lernen, sich einfach weiterentwickeln kann. Da gibt es kein Limit. Und das ist die Kultur, die ich bei den Unternehmern sehe, bei Startups. Die fühlen sich nicht limitiert von irgendeiner Organisationsstruktur, sondern einfach versuchen, ihrer Idee zu folgen. Wie man das ins Unternehmen bringt, ist sicherlich auch Nähe zu Startups. Also einfach diese beiden Kulturen zusammenzubringen. Das ist ein bisschen blöd, über Nähe zu reden in Zeiten von Corona, aber es wird auch welche danach geben und gleichwohl, die Nähe macht schon ganz schön viel aus. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist Offenheit. Offenheit, Neues zu lernen. Offenheit auch für ein anderes Arbeiten. Dieser Austausch, glaube ich, der kann sich sehr, sehr gut bereichern. Und wir sehen auch, dass wir haben mehr und mehr junge Leute im Unternehmen, also Leute auch aus anderen Branchen, digital savvy Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu uns kommen, die auch eine ganz, ganz andere Kultur mitbringen. Deswegen glaube ich, dass es nicht nur die harten Fakten sein werden, also was bringt ein Startup mit und was können wir davon lernen, sondern auch die Soft Facts sozusagen, wie wir uns gegenseitig, also eine große Firma und viele, viele kleine Startups, gegenseitig bereichern können. An wen wendet sich die Person, die diese Offenheit in einem Unternehmen wie Siemens sucht? Wen darf die Person ansprechen, direkt? Also wir haben, ich glaube, Sie wollen keine Namen hören jetzt. Eine E-Mail-Adresse wäre auch gut. Ich könnte auch jemanden nennen, aber Vorsicht, ich glaube, dann hat die Person ein Problem. Aber im Prinzip, ich sage jetzt mal, ich hoffe, sagen zu können, jeden. Das heißt jetzt Leute aus der Entwicklung, also Leute, die mit der Universität kooperieren, Partnern auf der einen Seite. Wir haben auch Betreuer hier für die Uni. Jetzt nenne ich doch einen Namen, Natascha Eckert zum Beispiel, die sich um Universitätskooperationen kümmert. Wir haben auch Leute von unserem Next 47 in der Gegend. Also ich glaube, die Inroads zu Siemens sind ganz, ganz einfach. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann bin ich auch noch da. Sehr gut. Möchte noch jemand auf die Frage antworten? Dann nehmen wir direkt die nächste. Welche Rolle spielt für die Konzerne neben den Startups auch das gesamte Zollhof-Ökosystem eine Rolle? Uni, Corporates, Unternehmer, Institutionen. Du, ich bin zwar kein Konzern, aber ich glaube, das Wort Ökosystem in der Frage gibt auch schon ein bisschen die Antwort. Das funktioniert nicht einzeln. Ne? Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass wir als Metropolregion auftreten und das halte ich für,
für sehr gesund. Ja. Ich bin eigentlich Nürnberger, jetzt wohne ich ein bisschen mehr im Land, dank Familie. Ich habe zwischenzeitlich in Fürth gelebt und in Erlangen studiert und so. Und das ist einfach toll, das ist ein Ökosystem. Ja. Und das fängt eben mit der Metropolregion an und mit der Tatsache, dass wir große und kleine Unternehmen haben. Und das gipfelt jetzt so ein bisschen mit auch, was ich vorhin gesagt habe, dem Zollhof als explizitem Gründerzentrum. Aber ohne alles drumherum wäre das nicht möglich. Ja, dann würde das ein bisschen verglimmen und verglühen, weil das muss sich alles gegenseitig aufschaukeln im positiven Sinne. Und deswegen Ökosystem, ja, das gibt, glaube ich, die Antwort schon von selbst. Gucken wir noch auf eine weitere Frage. An Herrn Busch, spielt der Standort Nürnberg versus Tel Aviv oder Shenzhen bei Innovation eine Rolle oder sind es die Menschen? Ich glaube, die erste, ich weiß nicht, ob es der Standort ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Die erste Frage, die man stellen muss, wo gründet man ein Unternehmen, einen Startup? Lädt man das an den Markt an? Typischerweise sollte man groß sein, zugänglich sein. Oder geht es darum, wie kriege ich die besten Talente? Deswegen, es ist, glaube ich, eine Mischung. Am Ende des Tages, und wenn Sie zum Beispiel Tel Aviv ansprechen, da war ich neulich, eine unglaubliche Startup-Szene. Der Markt ist überschaubar, also in der Stadt, in dem Land. Deswegen eigentlich spricht es nicht so viel dafür. Auf der anderen Seite sehen Sie natürlich sofort, diese Unternehmen gehen dann sofort global auf globale Märkte, was auch ein Vorteil ist, sich dann also nicht auf den Heimatmarkt zu konzentrieren, sondern gleich nach außen zu gehen. Aber Sie kriegen da super Talente. Jetzt springen wir auf Shenzhen, da war ich auch neulich. Es ist unglaublich, da gibt es zum Beispiel eine Startup-Szene für Hardware, weil sie da einen Platz haben in der Stadt, wo sie innerhalb von, ich glaube, einem Quadratkilometer, also wirklich jedwede Hardware-Komponente kriegen, die sie sich vorstellen können. Also Chips, LEDs, keine Ahnung, was auch immer. Ist natürlich ideal, dort zu gründen, zudem ist es ein Riesenmarkt. Also auch sehr spannend. Und jetzt komme ich auf Nürnberg. Ich glaube, Nürnberg ist eine, für mich eine Metropolregion mit sehr, sehr starken Unternehmen. Und das ist die Stärke, glaube ich, die wir spielen können, auch in Europa, dass wir einen sehr, sehr starken industriellen Footprint haben. Da gehört viel Kompetenz dazu, Domain-Know-how. Wir haben Hidden Champions, wir haben große Firmen auch hier angesiedelt. Und wir haben die Universität. Das heißt also, da will ich gute Leute zu finden und auch ein Umfeld zu finden mit Domain-Know-how. Das ist auch entscheidend. Man muss ja nicht wissen, wenn man so ein Startup gründet, dass man von Anfang an eine gewisse Kundenorientierung, Marktorientierung mit reinbringt. Da hilft das. Das ist auch eine ideale Kombination. Und ich hoffe wirklich sehr, ich hoffe das für Siemens, ich hoffe das für die Unternehmen hier, für die Region, aber auch für Deutschland, dass sich daraus wirklich was entsteht und wir aus diesen Stärken, die wir ja haben, also die industrielle Kompetenz mit den Menschen, dass wir daraus viele, viele Arbeitsplätze generieren und erfolgreiche Startups. Für die letzten Minuten, die wir jetzt noch haben für dieses Panel, wünschen wir uns, dass ihr dem Zollhof Wünsche sagt für die nächsten 5 Jahre jetzt nach Einzug. Ihr könnt es auch das erste Jahr, das zweite, das dritte, aber wir nehmen mal die 5 Jahre. Was sind eure guten Wünsche für den Zollhof? Ich wünsche unserem Zollhof, dass er es schafft, die Studierenden, die bei uns an tollen Ideen arbeiten, zu motivieren, hier einzusteigen, ein Unternehmen zu gründen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir es schaffen, hier auch mal 2, 3 Unternehmen zu gründen, die richtig groß skalieren und auch weltweit dann auch sichtbar sind, aus Nürnberg heraus. Ja, ich wünsche, dass es viele, viele Startups geben wird, erfolgreiche Startups, auch dass die Pipeline immer gefüllt bleibt und nicht abreißt. Die Hoffnung ist sicherlich auch, irgendwann mal ein Unicorn sehen zu können, was hier entstanden ist. Aber allen Startups wünsche ich immer, so ein bisschen über der Wasserlinie zu bleiben, was den Cashflow anbelangt oder den Cashbedarf. Ich wünsche mir, dass ich weiterhin ganz viele Frauen sehe, die hier gründen und die hier aktiv sind. Und ich würde mir auch total, krass wünschen, dass diese Frauen auch viel Geld einsammeln und dass sie nicht nur eine Seltenheit sind, sondern tatsächlich ganz viele hier auch erfolgreich ihre ersten Runden haben. Ich glaube, was die letzten 3 Jahre gezeigt haben, ist,
es steht und fällt mit dem überragenden Team und da kommt es darauf an, dass es sehr gut funktioniert, dass die Kultur passt, dass euer Zusammenspiel weiter passt und ich wünsche euch die nächsten 5 Jahre, dass es mindestens genauso gut bleibt oder ihr es vielleicht noch schafft, euch als Team weiter zu verbessern, zu integrieren und mit dieser Stahlkraft dann all das, was wir bisher gesagt haben, auch in die Realität umsetzen könnt. Also ich würde Ihnen wünschen, dass Sie irgendwann Ihre Werkstatt da aus dem Keller mal rausholen. Und dass Sie dafür mehr Platz finden und dass Sie vielleicht entdecken, dass ein ganz großer Vorteil daran liegen kann, Hardware und Software zu verbinden. Und wenn Sie da viel Pioniergeist haben, dann bin ich mir sicher, dass Sie in den nächsten 5 Jahren sehr erfolgreich sind. Also tun Sie was, die Werkstatt aus dem Keller rauszukriegen. Das waren super Wünsche. Wer jetzt noch kein Fan ist von unseren Online-Teilnehmern, beziehungsweise natürlich auch hier vor Ort nochmal Überzeugung braucht, der wendet sich gerne vertrauensvoll an diese 5 Personen, die so großartig über das Netzwerk und Ökosystem dieses ganz besonderen Ortes hier gesprochen haben. Ein ganz herzliches Danke und wir freuen uns, dass ihr heute da wart für unser Opening. Vielen Dank. Ich darf euch von der Bühne quasi scheuchen, denn wir machen jetzt Platz und wir machen vor allen Dingen eine kurze Online-Pause. Wir sind in 10 Minuten wieder da und freuen uns, wenn alle Online-Teilnehmer an unserem kurzen Voting teilnehmen und dranbleiben und wir uns gleich in alter Frische neu digital wiedersehen. Bis gleich! Eyes. He's looking for some bacon. 10 green bottles clean. Blackjack helps him hit the sack, and then the last drop hits the sink. Mr. Nasty, Mr. Nice. Straight no chaser, don't ask him twice. And I
Technik. Dankeschön. Ah, so, wir sind live zurück. Ich darf unsere Gäste im Raum einmal bitten, Platz zu nehmen, beziehungsweise ich darf schon direkt für das nächste Panel Thought Leaders Professor Kempf auf die Bühne bitten, Präsident vom BDI, Ingrid Hoffmann, Gründerin IK Hofmann, Daniel Thomas, Vorstand der HUK Coburg und online haben wir dazu geschaltet Miriam Wohlfahrt, ja, die Gründerin und Managing Director von RatePay ist. Ich darf herzlich begrüßen, wir dürfen applaudieren. Herr Kempf, ich darf Sie gerne umsetzen. Gehen Sie doch mal dahin. Genau. Ein kurzer Check, haben wir Miriam live zugeschaltet. Liebe Miriam, hörst du uns? Siehst du uns? Ah, okay, alles klar. Dann nehmen wir Sie gleich quasi live dazu. Und ich würde super gerne starten, weil wir in dem Thema Thought Leaders und Leadership uns befinden. Professor Kempf, es gibt einen Satz, den Sie gesagt haben, ich darf Sie zitieren. Wir müssen junge Menschen animieren und unterstützen, unternehmerische Risiken einzugehen und sich mit eigenen Ideen selbstständig zu machen. Hat der Zollhof diese Mission erfüllt und was sind Ihre Highlights der letzten Jahre? Sie waren ja natürlich auch schon sehr, sehr nah jetzt dabei die letzten Jahre. Also der Zollhof hat die Mission erfüllt, aber ich glaube, die Mission muss viel früher beginnen. Und da will ich an das anknüpfen, was der Präsident der FAU vorher gesagt hat. Da müssen wir in Wirklichkeit schon an der Uni, vielleicht sogar schon früher in den Schulen beginnen. Ich habe manchmal so das Gefühl, das Thema Unternehmer zu sein oder das Thema Wirtschaft allgemein kommt in den Schulen nicht ganz so gut weg. Aber das wäre ein eigenes Thema. Der Zollhof hat es aber in jedem Fall erfüllt. Er kann aber halt nur dort aufsetzen, wo dieses Gen schon irgendwie in den Menschen drin ist, in jenen, die ein Studium haben. Und wir haben von Eier vorher gehört, man kann auch gründen zu einem Thema, wo man nicht studiert hat. Und das müssen wir einfach rauskitzeln. Deswegen muss jetzt nicht jeder gleich ein schlechtes Gewissen haben, weil er dieses Unternehmergen oder jede, das ist mir auch noch wichtig, die dieses Unternehmergen jetzt nicht in sich spürt. Aber ich glaube, wenn wir das richtige Umfeld schaffen, dann werden wir das viel öfter erleben. Und wenn wir das flankieren mit Dingen wie zum Beispiel dem Zollhof, dann wird da auch was draus werden. Und ich fand es so toll, wie Herr Rosenfeld gesagt hat, sein Unternehmen, das er heute vertritt als CEO, war auch mal ein Startup. Ich durfte auch mal 25 Jahre lang Vorstand eines Unternehmens sein, das vor nicht allzu langer Zeit auch mal Startup war. Und inwieweit nutzen Sie aktiv diese Partnerschaft jetzt noch mit dem Zollhof? Ja, naja, jetzt werden die Geschäftsführer wahrscheinlich sagen, als einer der Gesellschafter ist der Kempf eher lästig, denn unterstützend. Aber Sie hatten vorhin Ihr eigenes Bild direkt bei den Partnern. Ja, ich habe mich darüber gefreut. Jetzt wissen die auch, warum ich kein Logo habe. Ernsthaft, mit meinen Mitgesellschaften, ich bin ja nicht allein. Wir haben Freude an dem Thema. Es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir wissen nicht, wohin mit dem Geld. Und dann beteiligen wir uns halt an dieser GmbH, sondern alle sind mit Freude dabei. Das nehme ich jetzt mal, einer der Mitgesellschafter kommt ja selber auch noch gleich zu Wort. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Frechheit raus, für alle sprechen zu dürfen. Ich glaube, es gilt wirklich für alle. Und natürlich macht es jetzt auch nach 3 Jahren Spaß, in dem Gebäude, auf das wir jetzt 3 Jahre hingefiebert haben, wenn auch in beschränkten Rahmen fahren zu dürfen. Jetzt machen wir noch mal kurz die offizielle Begrüßung auch an Miriam. Wir dürfen dich herzlich begrüßen und dazuschalten. Hallo aus Nürnberg, hallo. Auch nach Berlin. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Aber es ist ein bisschen doof mit den Regeln im Moment. Ja, und von Berlin aus hätte ich sonst gerne in Nürnberg übernachtet. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Vielen Dank, dass du trotzdem so noch dabei bist. Jetzt haben Sie, Herr Professor Kempf, auch schon gesagt, so dass es da eine Freude gibt, dabei zu sein. Herr Thomas, ich darf jetzt noch mal in die Richtung fragen. Ist das wirklich pure Freude, dabei zu sein und mit dem Zollhof zusammen aktiv diese Partnerschaft zu nutzen?
definieren Sie pure Freude. Es macht auf jeden Fall Spaß, dabei zu sein und die letzten Jahre auch diesen Weg mitgegangen zu sein, von der Pike auf erlebt zu haben, wie hier de facto aus dem Nichts dieses tolle Gebäude jetzt hier entstanden ist, aber vielmehr das, was dieses Gebäude ausmacht, nämlich die Menschen, die wir ja vorhin auch auf der Leinwand gesehen haben, das tolle Team rund um Herrn Bauer und um Herrn Schuster herum, die das alles tatsächlich mit Leben auch gefüllt haben und bis zum heutigen Tage auch mit dem Engagement und mit dieser Einstellung diesen Zollhof nach vorne bringen. Frau Hofmann, gehen wir vielleicht mal auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte ein, die Sie ohne weiteres uns auch vielleicht sonst ein bisschen erzählen können, beziehungsweise uns ein Highlight erzählen können. Es gibt für Geschichten wie Ihre in Deutschland sehr, sehr wenige, die das vielleicht auch so durchziehen können in den letzten Jahren. Warum sind Sie vielleicht mit einer der erfolgreichsten Unternehmerinnen in Deutschland? Ja, naja. Ich muss sagen, ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass es damals vor 35 Jahren so etwas wie den Zollhof gegeben hätte. Ich kann mich allerdings erinnern, ich habe von der Industrie- und Handelskammer den ersten Kurs besucht, wie mache ich mich selbstständig. Das heißt, irgendwie habe ich schon gedacht, dass es muss etwas geben, dass man üben kann, wie man sich vielleicht selbstständig macht. Und heute ist es natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke, und wir hätten 2018, muss ich sagen, hätten wir fast die Chance gehabt, eine Milliarde Umsatz zu erreichen. Im Moment sind wir allerdings da mal wieder weit weg davon. Durch die Krise hat es uns schon wieder zurückgeworfen. Aber da muss man durch, wenn man ein Unternehmen leitet. Aber ich sage immer trotzdem, wenn man kann es schaffen. Und ich habe damals gestartet mit 30.000 D-Mark, die mir mein Vater geliehen hat. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir Gründer brauchen schon Unterstützung. Und was oft vergessen wird in der Gesellschaft, ist das, dass wir mit unserem Namen, also ich mit meinem Namen für mein Unternehmen stehe, dafür gerade stehe in tollen Zeiten. Das ist vielleicht ganz wunderbar, aber dann gibt es auch schwierige Zeiten. Und da, glaube ich, ist so eine Community wie ein Zollhof gerade in den ersten Jahren schon eine große Unterstützung. Vielleicht darauf direkt eingehend, Miriam, wie sehr hast du diese Unterstützung zu deiner Gründung gespürt und wie sehr nimmst du sie auch heute noch wahr? Ja, meine Gründung ist ja jetzt auch schon 11 Jahre her, muss ich sagen. Damals gab es noch nicht so viele solche Sachen und ich hatte leider nicht so etwas an der Seite. Denke manchmal, vielleicht wäre ich an vielen Stellen schneller gewesen, weil man einfach sich hätte austauschen können über Fehler, die man macht. Viele machen die gleichen Fehler und ich hatte damals leider niemanden. Also deshalb finde ich das umso besser, dass es heute so etwas gibt und finde es eine tolle Initiative. Ich mache heute halt selber so ein bisschen was, weil ich da auch manchmal was zurückgebe. Ich helfe so als Mentoring, zum Beispiel bei Grace. Das ist so ein Camp für junge Frauen, die Unternehmen gründen. Das finde ich ziemlich cool. Oder bei Startup-Teams, da gehe ich ganz gern an die, ich sag mal, an die Jüngeren ran, weil ich finde, wir müssen mehr junge Menschen dazu bekommen, dass sie eben auch gründen. Und dort haben wir auch ein ganz großes Mentorennetzwerk. Und inwieweit würdest du jetzt auch sagen, hat sich die Szene gewandelt, beziehungsweise wie hat sich gerade auch das Rollenverständnis der Gründer und derjenigen, die an den Spitzen der Startups und an den Unternehmen stehen, auch als Vorbilder gewandelt? Ja, also vor allem in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, ist richtig viel passiert. Auch vielleicht auch in gewisser Weise auch politischer das Ganze geworden. Der Startup-Verband hat sich sehr stark gewandelt, seit Christian Miele dort ist. Ich finde, er macht unglaublich viel, versucht hier wirklich die Szene zu unterstützen. Und gerade auch jetzt in der Corona-Phase haben die eigentlich ständig die Szene versorgt mit, okay, wo bekomme ich Hilfen her? Wer sind die Ansprechpartner? Haben so Townhalls gemacht zu Legal-Themen und so weiter. Ich finde, da hat sich richtig, richtig viel getan. Und das ist nur eine der Initiativen. Da hat Bitkom natürlich die Get Started-Initiative. Und jetzt eben auch der junge digitale Beirat für das Wirtschaftsministerium. Also es entsteht deutlich mehr an der Stelle. Herr Thomas, wie weit sehen Sie Ihre Rolle als Vorbild auch oder als Sprachrohr von Ihrem Unternehmen? Nun, ich glaube, als Vorstand ist man nicht per se ein Vorbild, erstmal nur, weil man Vorstand ist. Ich glaube, es gibt auf allen Ebenen des Unternehmens Vorbilder, an denen sich Mitarbeiter orientieren.
gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, mit tiefen Umwälzungen in gesellschaftlicher Art, aber auch in wirtschaftlicher Art, ist es umso mehr wichtig, für Mitmenschen oder für Menschen Orientierung zu geben. Und darin sehe ich schon die Rolle auch eines Vorstands, den Mitarbeitern die Angst zu nehmen vor Veränderungen, aber auch mit Mut und mit einer klaren Ausrichtung dann auch neue Wege zu beschreiten. Wenn diese Wege am Ende erfolgreich sind, dann haben wir Arbeitsplätze gesichert, wir haben vielleicht neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben aber auch den Wohlstand vermehrt in diesem Land. Und das ist was, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil wir in der letzten Dekade leider uns daran gewöhnt haben, primär Wohlstand zu verteilen. Und dieser Wohlstand, das ist das Bittere daran, den müssen wir in Zukunft zunehmend erstmal erwirtschaften. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir in Deutschland junge und jung gebliebene Unternehmerinnen und Unternehmer haben, weil wir brauchen diesen Gründergeist dieser Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir tun, glaube ich, gut daran als Gesellschaft, als Wirtschaft und auch in der Politik, wenn wir hier die Rahmenbedingungen schaffen, um diese Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich auch erfolgreich werden zu lassen. Und deshalb engagieren wir uns auch als Hoch Coburg von Beginn an hier im Zollhof. Professor Kempf, Sie nicken schon die ganze Zeit. Inwieweit stimmen Sie zu, dass heutzutage auch wirklich Personen aus der Industrie sich stärker nach vorne positionieren und auch Startups mitnehmen auf diese Reise? Also kann man nur zustimmen, dass das ungeheuer wichtig ist. Man könnte jetzt auch böse formulieren. Das gilt aber jetzt nicht für andere Unternehmen, sondern nur für die, die ich sehr gut kenne. So manches Mal haben wir als Vorstände oder Vorstandsvorsitzende die eigene Kreativität im eigenen Unternehmen durch die Anforderung des Schreibens von Vorstandsvorlagen erstickt. Da mag jetzt jeder für sich selber drüber nachdenken, ob das für sein Unternehmen stimmt oder nicht stimmt. Aber genau deshalb ist es eben so wichtig, Kreativität zu fördern. Im eigenen Unternehmen genauso wie Kreativität von draußen. Und was mir immer besonders gut gefällt, und das passiert halt hier im Zollhof auch sehr intensiv, in Coworking Spaces, wo man die einfach mal zueinander bringt. Also jene Entwickler, die wir in den Unternehmen, in den Corporates haben, die wir vielleicht schon ein bisschen veradministriert haben, mit jenen, denen Administration noch ziemlich wurscht ist, weil sie sich nicht drum kümmert. Und dort entstehen ganz tolle kreative Sachen. Also das muss man fördern, das muss man unterstützen. Und der Thomas hat es ja gesagt, ein CEO, die Vorstände stehen im Rampenlicht. Das ist nicht immer schön, kann ich jedem sagen. Es gibt Momente, die man genießt, aber nicht alle genießt man. Aber ein Unternehmen, auch ein großes Corporate, ist ein Organismus im Ganzen. Da braucht es ganz viele, um als Unternehmen mit der Wertschöpfung, mit der Qualität dazustehen, die einen am Markt dann dauerhaft überleben lässt und vielleicht auch noch gute Arbeitsplätze entstehen lässt. Frau Hofmann, inwieweit kann man denn unternehmerisch eine klare gesellschaftliche Position beziehen, beziehungsweise sich auch da äußern in Zeiten wie diesen? Naja, ich würde mich in Zeiten wie diesen genauso äußern, wie ich es eigentlich schon immer getan habe. Allerdings in erster Linie natürlich, wenn es um meine Branche geht, die Personaldienstleistungsbranche, weil die immer im Fokus steht und auch immer in der Kritik steht, in der Kritik der Politik, in der Kritik der Gewerkschaften, in der Kritik vielleicht auch der Öffentlichkeit, weil oft das eine oder andere nicht verstanden wird. Und da muss ich gestehen, da wage ich es auch ab und zu, in Talkshows zu gehen und wohl wissen, dass man nicht everybody's darling sein kann und dass man da auch angegriffen wird. Und ich positioniere mich schon und ich positioniere mich auch jetzt in der schwierigen Situation bei den Themen. Und was mir auch immer am Herzen liegt, ist natürlich auch, dass die Förderung von Frauen, unabhängig davon, dass ich aber sagen muss, ich dränge mich da nicht auf, aber ich versuche immer, und ich habe es im eigenen Unternehmen immer versucht, Frauen zu fördern und auch und werde dies auch natürlich in Zukunft unterstützen, weil da sind wir zwar ganz viele Schritte weitergekommen, aber so, dass man jetzt sagen kann, dass es ganz selbstverständlich ist, dass Frauen Unternehmen gründen, die jetzt die Größenordnung erreichen, wie ich sie
habe, das haben wir halt in Deutschland ganz wenig. Und da muss man sich natürlich fragen, was sind die Gründe dafür? Und da stelle ich mich also schon jeder Diskussion, die sich mir bietet, sozusagen. Sehr gut. Dann nochmal Miriam nach Berlin. Die Frage, inwieweit ist denn jetzt das Netzwerk und auch das Gründernetzwerk in Deutschland wirklich sichtbar vertreten und auch so ich bin gerade so denglisch, so outspoken, also inwieweit wird dort auch wirklich gesagt, was gerade gesellschaftlich Thema ist und was Fokus ist? Also aus der Gründerszene nochmal auf den Startup-Verband zu kommen, ich finde, da sind die Worte schon sehr klar im Moment. Also dass einfach was getan werden muss, gerade im Bereich ESOP, also die Mitarbeiterbeteiligung an Startups, weil wir einfach sonst die Talente nicht bekommen. Wir haben einen Nachteil in Deutschland. Im Startup ist es einfach so, ein Startup kann in der Regel ja nicht so hohe Gehälter zahlen und braucht aber gute Talente und Mitarbeiter. Und deshalb ist es so wichtig, die Leute zu beteiligen und eben auch so zu incentivieren. Das ist, ich finde, da ist schon richtig viel passiert und da gibt es jetzt ja auch erste, ich sag mal, Erfolge zu feiern. Da muss aber noch mehr passieren. Es gibt sicherlich noch einige andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel, wo wir in Deutschland sehr benachteiligt sind. Das ist zum Beispiel jetzt ein Thema für den Zukunftsfonds, der hoffentlich dann auch jetzt bald endlich mal, bis dann weitergeht, dass einfach mehr Incentives geschaffen werden, auch, ich sag mal, für Unternehmen, Familienunternehmen generell, für Institutionen, die investieren wollen in Startups, dass sie eben, ein gewisses Risiko vielleicht aufgefangen wird durch diesen Fonds, damit da einfach mehr Investitionen reinkommen. Weil wir haben in Deutschland schon ein zu großes Angst vor Risiko und wir müssen unheimlich Gas geben. Wir müssen mehr innovative junge Firmen bauen und uns da eben auch sichtbarer machen. Und deshalb gibt es eben auch verstärkt jetzt, man sieht, glaube ich, immer mehr aus der Startup-Szene, die sich so ein bisschen nach vorne drängen, weil sie einfach sagen, okay, wir müssen diese Rahmenbedingungen ändern und wir wollen ja auch den Gründungsstandort Deutschland als attraktiv halten und wir wollen auch alle nachhaltig wettbewerbsfähig bleiben. Deshalb ist es so wichtig, da was zu tun. Wir gehen mal auf die Fragen aus dem Publikum, die wir zugeschaltet haben, beziehungsweise die uns natürlich über Zoom unterstützen. Ich bräuchte nur einmal die Ansicht, beziehungsweise Professor Kempf, Sie haben direkt vor sich die erste Frage. Lesen Sie doch mal die erste Frage laut vor. Das ist genau die, um deren Beantwortung ich mich drücken wollte. Wie sieht die Runde den Trend, dass CEOs immer mehr als Superstars dargestellt werden, obwohl der eigentliche Wert in der Regel weiter unten geschaffen wird? Das war die Frage. Sie können auch gerne die Frage weitergeben. Ja, ich versuche es jetzt trotzdem mal. Also erstens muss ich tatsächlich eine Lanze brechen für viele CEOs. Meine jetzige Tätigkeit brachte es ja mit sich, dass ich viele davon kennenlernen dürfte. Die meisten davon sehen sich selber nicht als Superstars. Sie werden von außen dazu gemacht in einer stark medienbezogenen Welt. Auf der anderen Seite sind gerade soziale Medien ziemlich gnadenlos, wenn es tatsächlich mal wieder einen CEO gibt, der sich wagt, Wahrheiten zu sagen oder solche Dinge zu sagen, die er für Wahrheiten hält, insbesondere dann, wenn sie in den gesellschaftspolitischen oder gar in den politischen Raum reinragen. Und da werde ich Sie alle jetzt nicht wundern, dass ich das hohe Lied der Verbände singe. Dafür sind Verbände vielleicht besser geeignet. Ein CEO steht immer unter einem wahnsinnigen Zwiespalt. Also ein kleines Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt. Als der BDI sein Positionspapier zu China rausgegeben hat, habe ich natürlich gleich noch am selben Tag, als das Papier, es kam früher raus, als wir es wollten, also es wurde irgendwo geleakt, da habe ich eine Einladung zum Mittagessen beim chinesischen Botschafter gehabt. Das ist als Verbandspräsident noch einigermaßen nett, aber wenn Sie zur gleichen Zeit vielleicht große Maschinen oder einen großen Verkehrsträger in China verkaufen wollen, dann ist das wahrscheinlich eher blöd. Also da bitte ich die sehr kritische Allgemeinheit ein bisschen um Nachsicht. Man kann das nicht immer von CEOs erwarten, manche tun es, manche zahlen auch Lehrgeld dafür und tun es trotzdem, das finde ich klasse. Aber das ist für CEOs deutlich schwieriger als für Verbandspräsidentinnen und Präsidenten. Die Miriam meldet sich dazu, genau. Ich hätte da noch eine Anmerkung. Ich glaube durchaus, dass sich da die Welt im Moment ein bisschen ändert. Und gerade auch, wenn man ein Unternehmen lenkt und eine starke Stimme in den sozialen Medien hat,
ist man, glaube ich, auch den Medien nicht mehr so ausgeliefert. Man kann auch sehr viel stärker für das Unternehmen sprechen und auch die Vision des Unternehmens klarlegen oder auch Missverständnisse vielleicht auch ausräumen. Ich glaube, das wird in der Zukunft extrem viel wichtiger werden, dass CEOs sich äußern in den sozialen Medien, weil es einfach erwartet wird von denen. So gibt man eben dem Unternehmen ein Gesicht. Und das ist schon etwas, was sich viele Menschen wünschen, so eine gewisse Nahbarkeit. Leider würde ich jetzt nicht noch eine weitere Frage nehmen aus dem Publikum, weil wir nämlich nur noch ganz, ganz kurz Zeit haben und ich gerne auch dieses Panel fragen würde, weil wir heute beim Zollhof Opening sind. Inwieweit gibt es Wünsche für den Zollhof, die Sie äußern möchten, die ihr äußern möchtet, für die nächsten 5 Jahre? Was wünscht ihr euch für den Zollhof? Ich mache mal den Anfang. Ich kopiere Daniel Kraus. Ich wünsche dem Zollhof, dass er in den nächsten 5 Jahren ein mindestens so schlagkräftiges Team hat wie in den ersten 5 oder ein bisschen mehr als 3 und wünsche dem Zollhof alles, alles Gute. Da ich Gesellschafter bin, kommt es am Ende auch ein bisschen mir zugute. Gerne. Also ich wünsche dem Zollhof eine tolle Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und vor allem eine Wahrnehmung für junge Gründer und Gründerinnen, dass sie wissen, wo sie ihre ersten Steps machen können und wo sie Unterstützung bekommen unter Gleichgesinnten. Und das wäre wirklich eine super Geschichte, wenn diese Wahrnehmung für Unternehmensgründungen in der Öffentlichkeit dann auch wirklich mehr wahrgenommen wird. Ich mache es kurz. Ich wünsche dem Herrn Bauer und auch dem Herrn Schuster alles, alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche mir selbst, dass ein Teil dieses Esprits und dieses Elans auf unser Unternehmen dann übergeht. Und vor allen Dingen wünsche ich diesem Gebäude hier, dass der Stahlträger, der im Zweiten Weltkrieg verbogen wurde und der hier diesen ersten Stock trägt, auch zukünftig hält. Weil das wäre blöd, jetzt wo wir dieses neue Gebäude eröffnen, wenn wir es dann gleich wieder renovieren müssten. Danke. Der hält noch. Miriam, bitte. Ich wünsche dem Zollhof auch ganz viel Glück. Ich hoffe, oder ich würde mir wünschen, Nürnberg wird dann auch bald ein großer Startup-Standort und es wird tolle neue Startups aus Nürnberg sehen. Also ganz viel Erfolg dabei. Und ich hoffe auch, dass ich den Zollhof irgendwann mal demnächst persönlich besuchen kann. Vielen Dank. Dann einen großen Applaus an dieses Panel von unseren Zuhörern hier vor Ort. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten. In der Zwischenzeit schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an von den Umfragen, die wir in der Pause hatten. Und ich dürfte schon mal mein letztes Panel über Tech Disruptors hier auf die Bühne gleich bitten. Wir haben nämlich die Auswertung von den Online-Votings, haben wir zwischendurch ganz kurz gesehen. Vielleicht können wir die noch mal ganz kurz auf die Monitore spielen und einmal genauer hinschauen, was denn da gevotet wurde und wie sich unser Publikum entschieden hat. Schauen wir da noch mal kurz rein. Ich sehe es noch nicht. Wir können das auch einfach nachher noch mal machen sonst. Alles klar. Dann bitte schön, Sie dürfen die Bühne betreten und näher kommen und sich einen Hocker aussuchen. Ich darf für unser Tech Disruptors Panel darf ich begrüßen Dr. Martin Seibold, Vorstand Nürnberger Versicherung, Professor Siegfried Russwurm, Industrial Advisor, er ist Aufsichtsratsvorsitzender bei Voith, Dr. Inken Braunschmidt, sehe ich, verspätet sich kurz, okay. Und online darf ich zugeschaltet Caroline Hewelt begrüßen. Herzlich willkommen, Gründerin und MD, also Managing Director von RCKT. Aus Berlin auch zugeschaltet. Herzlich willkommen. Der Applaus geht noch, ne? Den kriegen wir noch hin vor Ort für diese kurze, kleine Runde. Tech Disruptors. Technologie, stets ein Thema, was uns alle umtreibt. Inwiefern ist das wirklich eine spannende Situation jetzt gerade in Bezug auf die Partnerschaften, die beim Zollhof auch aktiv sind und inwieweit spielt die Technologie heutzutage im Jahr 2020 da immer wieder eine Rolle. Dr. Seibold, ich würde gerne mit Ihnen starten. Also Technologie spielt bei unseren Veränderungen immer eine sehr, sehr große Rolle.
Sie können sich vorstellen, dass auch Versicherungen natürlich im Wandel sich befinden. Das ist ein Wandel, der auch ohne Technologie natürlich sich ausprägt. Da geht es um eine neue Kultur, die wir schaffen in dem Versicherungsunternehmen. Da geht es um neue Formen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren auch im Unternehmen. Da geht es um neue Formen, Produkte zu entwickeln, wirklich aus Sicht des Kunden auch zu denken. Aber letzten Endes haben all diese Dinge einen ganz starken Bezug natürlich auch zur Technologie und bedingen auch einen radikalen Technologiewandel. Was in unserem Fall zum Beispiel heißt, dass wir unsere klassische Technologie verlassen, die ist vom Mainframe geprägt. Und der Mainframe, der steht fast so symbolhaft für die bisherige Kultur auch des Unternehmens. Ja, so ein Großrechner, der ist groß, der ist super stabil, der ist zuverlässig, da denkt man in langen Zyklen, der ist nicht zu hacken eigentlich, das ist eine uneinnehmbare Festung, aber so ein Stück weit ist er natürlich nach innen zentriert, ja, und der gibt mit seinen nächtlichen Batchläufen auch ein Stück weit den Pulsschlag des Unternehmens vor. Das hat das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg getragen und auch die ganze, sag mal, Kultur vielleicht sogar symbolisiert, aber das ist vielleicht nicht genug, um das zu erfüllen, was der Kunde von uns heute will. Der will nämlich nicht lange Zyklen, der will kurze Zyklen, der will Schnelligkeit, der will eine Offenheit haben, der will Flexibilität haben, der will Produkte haben, die über ein reines finanzielles Produkt hinausgehen, die eher ein Ökosystem von Dienstleistern noch mit einbinden müssen und so weiter. Und deshalb sind wir natürlich in einem ganz radikalen Technologiewandel auch involviert oder treiben den voran. Und insofern sind es eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Also der Kulturwandel, sage ich jetzt mal, der Auftritt nach außen, auch der Markenauftritt, die Veränderungen im Innern und der Technologiewandel, die bedingen sich eigentlich gegenseitig. Technologiewandel. Professor Rusform, Sie sind als Wegbereiter Digitalisierung in der Industrie bekannt, habe ich mir auch sagen lassen. Und in diesem Aspekt gesehen, inwieweit ist das relevant für Unternehmen, sich auch wirklich technologieaffin heutzutage zu positionieren und zu zeigen? Sehen Sie da eine neue Offenheit heutzutage? Also erstmal ist es relevant und mir fallen kaum Unternehmen ein, für die Technologie nicht relevant ist. Da gibt es die üblichen Techies, die Technologie erstrangig verkaufen. Hatten wir zwei CEOs mindestens auf der Bühne hier. Aber ob es eine Versicherung ist, ob es Personaldienstleistungen sind, ohne Technologie funktioniert das alles nicht. Und dabei dann auf die richtigen Technologien zu setzen, Technologieinnovation mitzunehmen, nicht auszulassen, nicht zu verpassen, ist extrem wichtig für alle Unternehmen. Machen das alle schon genug? Naja, es gibt viele und wie immer gibt es da eine gewisse Gaussverteilung. Aber das mendelt sich auch raus. Also wer es verpasst, der ist auch ganz schnell raus aus seinem Geschäft oder aus der Verliererstraße. Und inwieweit würden Sie sagen, ist da die Achse zu den Startups aus der Industrie und diese gegenseitige Partnerschaft oder auch Kooperation wichtig für diesen Moment im Wandel der Technologie? Ich glaube, man kann unheimlich viel lernen, wenn man sich mit solchen Startup-Unternehmen beschäftigt. Weil ein bisschen haben ja große Unternehmen auch diese Eigenheit, langfristige Planungen zu verfolgen. Und eigentümlicherweise hängt man dann an dieser Planung. Man hat ja viel Arbeit reingesteckt. Und dann sich mal mit anderen Leuten zu treffen, die in einem ganz anderen Umfeld arbeiten und da aufmerksam zuzuhören, nicht schulmeisterlich denen was beibringen zu wollen. Ja, manchmal kann man denen auch mal die eine oder andere Erfahrung mitgeben, die man selber schon gemacht hat, sondern durchzugehen, mit den Menschen zu reden und zu überlegen, Mensch, ist das was für uns? Ist das was, was spannend ist? Ist das was, was uns trifft? Ist das was, was wir nutzen können? Ist das was, wo wir irgendwie partnern können? Das macht Horizonte auf. Frau Hewelt, wie weit ist der Horizont offen aus Berlin für den Hub hier im Zollhof? Die DE-Hub-Initiative ist natürlich hier vertreten und mit der haben Sie auch ganz viel zu tun in Berlin. Inwieweit ist dort die Partnerschaft wirklich gegeben für diese unterschiedlichen, ja, Begegnungen? Ja, ich glaube, ganz, ganz viel wurde auch gerade schon gesagt. Der Zollhof ist ein tolles Beispiel dafür, dass sowas sehr gut gelingen kann zwischen Startups und Corporates oder mittelständischen Unternehmen,
die das ja schon sehr, sehr gut zeigen, wie solche Partnerschaften aufgebaut werden können und auf was solchen Partnerschaften beruhen. Und die Vorredner haben jetzt schon ein paar Beispiele dafür genannt. Ich möchte es noch mal gerne zusammenfassen. Also wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen, weil nur Partnerschaften, die auf Augenhöhe entstehen und auch fortgeführt werden, können dann tatsächlich zu einem Erfolg führen. Sonst ist es immer eine Dienstleistung einem anderen zu verkaufen und daran entstehen selten die Innovationen, nach denen wir eigentlich suchen. Das Zweite ist aus meiner Sicht ein Verständnis für den anderen oder die Bemühung, den anderen zu verstehen. Und das meine ich nicht nur im Sinne von Arbeitsprozessen zu verstehen und wie der andere tickt, sondern natürlich auch zu verstehen, wie die anderen Entwicklungsprozesse und die Technologien entstanden sind und sich weiterentwickeln. Auch das ist ein wichtiger Punkt, da das gegenseitige Verständnis aufzubringen. Und der dritte Punkt, den ich als wesentlich begreife, und das ist auch der Blick von der Hub-Initiative, und das sehen wir in Nürnberg sehr, dass dort ein Mut für gemeinsame Zielsetzungen entstehen. Und der Zollhof ist ein prädestinierter Raum, so wie die Hubs in der Initiative an sich so geschaffen wurden, ein Raum, in dem eben Mut gezeigt werden kann und in dem viel ausprobiert werden kann innerhalb der Partnerschaft oder zwischen zwei sehr ungleichen Partnern, die aber zusammen eine gemeinsame Zielsetzung verfolgen, nämlich digitale Technologien oder digitale Innovationen zusammen auf die Straße zu bringen. Und genau dafür ist der Zollhof wie prädestiniert. Jetzt hat Frau Hewald gerade den Mut angesprochen. Dr. Seibert, aus einer Versicherungsbranche kommend, inwieweit ist Mut für die Offenheit und für die Zusammenarbeit mit dem Zollhof an einer täglichen Tagesordnung? Also ich glaube, ob das jetzt Mut ist, bin mir gar nicht so sicher. Offenheit ist das richtige Wort, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, sich Einrichtungen oder Institutionen wie dem Zollhof zu öffnen, weil sie einem einfach so viel zu geben haben, ja, einen inspirieren können in der Zusammenarbeit. Wir lernen aus dem Zollhof, aber auch aus anderen Plattformen, wo wir dabei sind, ganz stark, wie man arbeiten kann, wie man anders, als wir es vielleicht bisher gemacht haben, arbeiten kann, neue Arbeitsformen, wie Arbeit auch tatsächlich Spaß machen kann und trotzdem produktiv sein kann, solche Dinge. Und das ist einfach was wir vielleicht in der Vergangenheit anders gesehen haben. Deshalb gibt uns der Zollhof, aber auch zum Beispiel unsere eigene Tochterfirma Codecamp N, das ist sozusagen ein komplementärer Baustein in unserer Welt, die Möglichkeit, zum einen Inspiration zu kriegen, Neues zu lernen, und zum anderen haben wir dadurch auch einfach eine Spielwiese, möchte ich nicht sagen, aber ein geschütztes Umfeld, in dem wir neue Ideen verproben können. Denn das ist wichtig in so einem Großunternehmen wie dem unseren, mit einer großen IT-Transformation, da sind Ideen, ist Neues immer in der Gefahr, einfach weggeballert zu werden von dem Druck, den Business Case zu liefern, von den Ressourcenanforderungen der großen Bulldozer-Projekte überrollt zu werden und so weiter. Und da ist es wichtig, einen geschützten Raum zu haben, in dem sich zum einen Ideen entwickeln können und zum anderen aber auch Talente entwickeln können. Unser eigenes Startup, das Codecamp N, sehen wir bewusst genauso als Produkt- und Talentinkubator. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für den Zollhof. Und beides ist wichtig, und so möchten wir eigentlich auch die Zusammenarbeit mit dem Zollhof verstehen. Nehmen wir mal auch das Stichwort für Talente. Der Zollhof holt sich die Talente bzw. zieht die Talente an, und wir nehmen mal direkt die erste Zuschauerfrage mit in diese Frage mit rein. Welche digitalen Technologien wird the next big thing? Kommt the next big thing, kommt es von den Talenten oder kommt es von dem Zusammenspiel der Ökosysteme wie zum Beispiel einem Zollhof? Also das mit dem Next Big Thing, das kommt ja ein bisschen drauf an, wo man gerade selber steht. Deswegen eine doppelte Antwort. Also ich glaube, wo noch ganz viel Luft da ist für eine echte industrielle Praxis, sind autonome Systeme, lernende Systeme. Da ist noch ganz viel Luft nach oben im Einsatz, in Use Cases. Und das kann aus dem Zollhof kommen. Menschen, die das verstanden haben, die damit arbeiten, weil sie es früh gelernt haben, sich nicht wie ältere Menschen spät damit auseinandergesetzt haben und die jetzt ganz neue Ideen haben, wie man mit diesen Werkzeugen neue Dinge lösen kann. The very next big thing wird, glaube ich, Quantum Computing sein, das das Thema Rechenleistung nochmal in ganz andere Sphären bringt. Und jetzt kommt
der Zusammenhang zur Universität, da würde ich mir dann schon erwarten, dass so eine starke Universität wie die FAU dann Menschen ausbildet, die sowas können und die dann genau mit dieser Neugierde wieder in den Zollhof kommen und sagen, hey, ich kann was, wir können was, was ganz neu ist und was diese etablierten Unternehmen vielleicht noch nicht können, was bei denen zwar auf dem Radar erscheint, hoffentlich, aber wo die sich schwer tun damit, lass es uns mal ausprobieren. Genau in dem Sinn, wie Herr Seibold das gesagt hat. Weil diese neuen Technologien, damit tun sich ja etablierte Unternehmen auch deswegen schwer. Und da kann sich jeder selber an die Nase fassen, wenn du dort Kunde bist, erwartest du es natürlich perfekt. Also wenn ich bei der Hook eine Versicherung haben will, dann möge bitte der Kundenkontakt perfekt sein und nicht mal a first try. Wenn ich in der Atmosphäre mit Startups zusammen bin, da ist Dynamik wichtiger als Perfektion. Und diesen riesen Vorteil eines solchen Incubator Space, dass Dynamik verstanden wird und man mit Perfektion, da wollen wir hin, das ist neu, das ist anders und in Franken natürlich besonders schwierig. Ne? Weil wir Franken, es gibt ja schon einen klassischen fränkischen Spruch, der das ausdrückt, wenn ich in meinem Garten irgendwas mache und der Nachbar kommt vorbei, ist die klassische Frage, was wird denn das, wenn es fertig ist? Das kann man aus dem Fränkischen heraus gar nicht übersetzen. Und das ist ja auch manchmal die Attitüde von großen Unternehmen, auf das Fertige, auf dieses Perfekte zu gucken, ja, von ihren Kunden erwartet. Und die Dynamik in einem Zollhof zu erleben, dass sich hier Dinge verändern, dass man auch neue Ideen hat und dass manche Dinge sich anders entwickeln, als man das vielleicht am ersten Tag hier im Zollhof im Kopf hatte, das ist eine Riesenchance. Herr Seibold zuckt schon die ganze Zeit und möchte unbedingt einsteigen. Ja, ich kann Ihnen also sozusagen in Serie zustimmen. Ja, also ich glaube auch, das Next Big Thing ist Quantencomputing, aber ich finde es fast ein bisschen spooky. Also ich wäre schon froh, wenn wir the current big thing in den Griff bekämen. Da geht es dann eher um KI und Bots und Chatbots, Spracherkennung, Texterkennung. Ja, aber auch das sind genau die Dinge, die wir mit Startups zusammen uns erschließen, auch die Current Technology sozusagen. Und da ist es einfach so, das macht einen Riesenspaß, ja, wenn man einfach nicht mit einem Dienstleister, mit einem Etablierten zusammenarbeitet, der sozusagen fertig ist, ja, so eine IBM oder SAP oder so, die liefert uns ein fertiges Produkt und gut. Mit einem Startup zu arbeiten oder mit einem jüngeren Unternehmen heißt, da auch was zurückgeben zu können, das Startup wiederum weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, das ist dann eher so ein Geben und Nehmen und macht deutlich mehr Spaß, beiden Seiten, glaube ich. Wir beantworten mal nicht die nächste Frage, sondern begrüßen erstmal ganz herzlich Dr. Inken Braunschmidt, auch in dieser Runde jetzt. Wir haben quasi noch einen weiteren Panelgast dazu gewonnen. Und ich darf jetzt eine der 100 einflussreichsten Frauen im Ingenieurwesen begrüßen und Sie haben einen tollen Titel als CIDO bei Halma. Was bedeutet genau der und was machen Sie in Ihrer Rolle, der so spannend ist für genau dieses ganze Zollhof-Ökosystem und unter dem Titel auch Tech Disruptors, was beschäftigt Sie als Technologie im Wandel tagtäglich? Das waren jetzt schon drei Fragen auf einmal. Ich fange mit dem. Sie dürfen aufholen, Sie haben Zeit. Mit dem Titel an. Ich bin Chief Innovation und Digital Officer von Halma PLC. Das ist ein englisches Unternehmen, das ist im Gesundheitswesen, in der Sicherheitstechnik und in der Umwelttechnik unterwegs weltweit. Und also das ist die eine Frage, warum für mich das Thema so wichtig ist, Innovationen voranzutreiben. Was hat damit auch Startups und Partner zu tun ist, dass die Entwicklung von Technologie immer schneller wird in den letzten Jahrzehnten und eigentlich kein Unternehmen in der Lage ist, all dies selbst zu tun und zu erfinden und zu entwickeln und sollten es auch nicht. Das heißt, ich muss immer gucken, was sind meine eigenen Stärken und Kernkompetenzen, welche Technologien kann ich gut entwickeln und dann glaube ich, dass es mehr erfolgsversprechend ist, dann außerhalb zu gucken, Großunternehmen, Kleinunternehmen, aber eben auch bei Startups, ob die nicht etwas entwickelt haben, was ich gebrauchen kann. Und ich muss es nicht selbst erfinden. Ich kann mit diesem Unternehmen eine Partnerschaft eingehen, man kann Produkte gemeinsam entwickeln, man kann sich beim Verkauf helfen. Ich kann auch in das Unternehmen investieren, wenn ich es für strategisch wichtig und relevant finde. Also Startups spielen eine extrem wichtige Rolle in diesem Innovations- und Digitalisierungsprozess.
Wir haben da gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, gerade auch den Bezug zwischen Industrie und Startups. Inwieweit haben Sie da auch in Ihrer Rolle vorher bei RWE diese Technologien als Learnings auch mitgenommen, wo es darum ging, dass Technologie die größte Rolle gespielt hat? Sagen wir mal so, da ist immer die Frage, was ist Henne und was ist Ei, wenn Sie bei einem großen Energieversorger und Unternehmen sind oder ein großer Energieversorger sind, dann ist die größte Stärke, die Sie haben, sind Ihre Kunden. Sie haben jetzt aber nicht unbedingt so viel an Technologien, weil wir betreiben und haben dort Kraftwerke betrieben, aber wir waren ja nicht die Technologie der Kraftwerke da erfunden hat, sondern hatten dafür Zulieferer und solche Sachen. Es ging bei RWE und Innogy eher darum, wie sieht die Energie der Zukunft aus und wie sieht die Energielandschaft der Zukunft aus? Und da haben wir damals festgestellt, dass mehrere Dinge passieren. Zum einen, dass Industrien ineinander übergreifen, also konvergieren, haben wir das genannt, wo gar nicht mehr so sicher ist, ist eigentlich der Stromkunde nicht auch ein Telekommunikationskunde und spielen da vielleicht noch andere eine Rolle. Das heißt, Märkte haben sich plötzlich zusammengeschlossen und man musste gucken, okay, welche Rolle wollen wir dabei spielen? Und natürlich ist das Thema der erneuerbaren Energien und auch Energieeffizienz vor 5 bis 10 Jahren natürlich hat das an Fahrt gewonnen. Auch hier stellten wir uns die Frage, welche Rolle soll unsere dabei sein? Und als wir das Thema Innovationen und dann auch Digitalisierung gestartet haben, haben wir erst natürlich geguckt, was haben wir an Kenntnissen, was können wir im Unternehmen? Und wenn es aber dann zu Technologien selbst kam, das Analysieren von Datensätzen ist, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz oder auch digitale Geschäftsmodelle, wo eigentlich Hardware egal ist, sondern es geht darum, dem Kunden einen Service anzubieten, dass wir da nicht so viel Erfahrung hatten. Hier kommt dann ins Spiel, eben nach draußen zu gucken und zu schauen, welche Unternehmen sind hier unterwegs, und Startups sind gerade in neuen Technologien viele dort, und wir haben versucht, dort zu sein, wo die sind. Das heißt, in Berlin hatten wir auch ein Office, in Tel Aviv, was auch ein sehr, sehr großes und gutes Innovationssystem ist, in London und im Silicon Valley. Wobei ich nach wie vor bis heute denke, dass Silicon Valley ist ein bisschen überschätzt. Also man kann tolle Startups und auch tolle Technologie woanders finden. Nichtsdestotrotz, wir waren auch dort. Zum Beispiel in Nürnberg kann man die ganz gut finden, habe ich mir genau sagen lassen, in der Metropolregion hier. Ich habe aufgepasst heute. Hier gab es nämlich schon die ein oder andere Lobeshymne auf diesen Standort und auf die ganze Region hier. Deswegen würde ich gerne nochmal nach Berlin die Frage stellen an Frau Hewelt. Inwieweit wird denn aus Berlin, und Sie sind da gerade auch mit natürlich Rocket Internet im Hintergrund sehr präsent in der Gründerszene, ja, wirklich auch sichtbar und sehr, sehr bekannt seit Jahren. Inwieweit wird denn hier auf den Zollhof geschaut aus Berlin? Ich glaube, aus Berlin wird in ganz, ganz viele Ecken von Deutschland geschaut und es wird neugierig beobachtet, wie dort die Entwicklungen entstehen oder Entwicklungen sich weiterführen. Und insbesondere in Nürnberg und im Zollhof passiert sehr, sehr viel. Ich kenne den Zollhof jetzt seit 3 Jahren, schon über 3 Jahren, und die Entwicklung, die er seitdem genommen hat, ist begeisternd. Also was da an Manpower entstanden ist und wie viele Startups aus dem Zollhof gekommen sind, die wir sowohl bei verschiedenen Veranstaltungen, die wir machen, Pitch-Events, Investoren-Dinners und so weiter sehen, die immer wieder da sind mit einer hohen Qualität und mit einer ganz bestimmten Art, den Markt zu erobern, nenne ich es mal. Das ist was den Zollhof sehr einzigartig macht. Und wir auch ein Stück weit stolz sind, ihn in der Initiative, in der digitalen Hauptinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums zu haben und ihn als wichtigen Teil darin zu sehen. Außerdem, warum schauen wir noch nach Nürnberg? Weil er immer wieder, der Zollhof, immer wieder als Kooperationspartner mit an den Start geht. Also es entstehen Kooperationen zum Beispiel mit dem Mediatek Hub in Potsdam, wo Mediatek-Startups sich für den Bereich Health oder für den Bereich Medtech interessant machen und dort interessante Kooperationen entstehen. Also wenn Mediziner 3D-Simulationen aus dem MedTech-Bereich verwenden können, dann sehen wir hier Möglichkeiten, die industrieübergreifend, meine Vorrednerin hat das gerade schon auch gesagt, Synergien entstehen zwischen den verschiedenen Industrien.
Außerdem entstehen Synergien mit anderen Ländern. Wir veranstalten in nicht mehr 3 Wochen ungefähr ein Health Tech zusammen mit Schweden. Auch da ist der Zollhof ein Teil davon. Also wir sehen ihn nicht nur als in sich selbst funktionierendes Ökosystem, sondern insbesondere als eine Möglichkeit, weil er schon so weit fortgeschritten ist und so viele Anknüpfungsmöglichkeiten bietet, mit anderen digitalen Hubs aus der Initiative, aber auch mit weiteren Initiativen länderübergreifend eine große Rolle zu spielen. Vielen Dank für diese Einblicke. Gehen wir nochmal auf eine Publikumsfrage. Welche Rolle spielt eine externe Perspektive bei Innovation und Kreativität oder lässt sich das gut intern stemmen? Herr Seibert, Sie dürfen antworten. Wie immer liegt die Antwort irgendwo in der Mitte, aber wichtig ist, glaube ich, dass es die externe Perspektive braucht. Also ich glaube, es ist fast, wie man sagen, ein Naturgesetz, dass Neues und Innovatives oft an der Peripherie entsteht. Ja. Ich kenne viele globale Unternehmen, wo Neues eben nicht immer aus der Konzernzentrale kommt, sondern von irgendeiner Tochtergesellschaft in einem kleineren oder mittelgroßen Land. Und auch in der Technikgeschichte gab es total oft, dass Neues eben nicht so im Center of Gravity entstanden ist. Also da ist so ein bekanntes Beispiel, ist der Marconi mit seinen Radiowellen. Ja, der war der totale Outsider damals, während das Establishment in Berlin und Oxford gesagt hat, das geht gar nicht und so weiter. Und so können wir wahrscheinlich noch unendlich viele Storys erzählen, dass Neues von draußen kommt, wo es eben nicht plattgedrückt wird vom Establishment. Und das Gleiche beziehe ich jetzt einfach auf die Startups auch und auf unsere Arten von Innovation. Es braucht den externen Impuls. Gerne. Ja, vielleicht ganz kurz. Es kommt auch immer auf die Organisationsstruktur des Unternehmens an und ob es ein internationales Unternehmen ist. Und je größer, da weiß selbst im Intern im Unternehmen manchmal nicht der eine, was der andere macht oder auf welchem Kontinent und dass manche Dinge schon erfunden wurden woanders im Unternehmen. Und deswegen ist es wichtig, das intern zu fördern und intern auch Netzwerke und Plattformen und sowas wie kleine Inkubatoren oder Acceleratoren zu bilden, um allein das auszuschöpfen, nichtsdestotrotz. Bieten zum Beispiel wir auch bei uns im Unternehmen immer wieder unseren Führungskräften oder auch Projektleitern die Möglichkeit, in diese Ökosysteme einzutauchen, von denen ich gesprochen habe, und uns dann eigentlich egal, wo das ist, Hauptsache dort gibt es eben interessante Anwendungen, Technologie oder Startups und versuchen, die zusammenzubringen, aber nicht einfach nur aus Tourismus und, oh, ist ja interessant, ja, wie arbeitet ihr denn so, sondern wir versuchen das dann themengetrieben. In Berlin hatten wir einmal einen Workshop mit verschiedensten Startups, da ging es um das Thema Blockchain und wir hatten 5 unserer Unternehmen da, die dann mit diesen Startups zusammen versucht haben zu testen und zu erarbeiten. Ist das relevant für Sie oder macht das Sinn oder ist das etwas, worüber Sie in Zukunft nachdenken müssen? Und am Ende geht es bei diesem von außen sich Input holen, einfach um Netzwerke. Und nochmal zu vorhin, dann ist es eigentlich egal, wo das ist, auch wo in Deutschland oder wo in England. Wenn es interessante Themen gibt, dann müssen diese Netzwerke einfach auch miteinander sich unterstützen und helfen und dann diese Möglichkeit auch schaffen, Unternehmen und junge Unternehmen, Startups zusammenzubringen. Dann nehmen wir noch mal direkt die nächste Frage direkt noch dazu, inwieweit der Unterschied in den Tech- und Innovationsökosystemen in England und in Deutschland besteht, was Sie da so sehen. Die Frage ist direkt an Sie, Frau Braunschmidt. Ehrlich gesagt, keinen großen Unterschied. Bis auf das wir natürlich, als klar war, dass es den Brexit gibt, versucht haben, ein mancher Organisator, ich weiß nicht, ob Nürnberg das auch gemacht hat, Startups nach Deutschland zu holen, weil es hier vielleicht besser ist. Aber interessant ist, dass wenn Sie in London in einen Inkubator gehen, sowas wie der Zollhof hier, dann werden Sie ähnliche Dinge und ähnliche Strukturen und auch ähnlich, wie es aussieht, finden, wie wenn Sie in Nürnberg sind oder irgendwo anders. Ich glaube, dass das Thema Technologie-Startups kein länderspezifisches ist, was auch damit zusammenhängt, dass in diesen Startups dann auch nicht nur Engländer sind. Genauso wie ich vermute, dass hier dann in den Unternehmen auch nicht nur Deutsche sind, sondern es gibt ja auch hier internationale Startups. Das ist eine Gemeinschaft, die international funktioniert und übers Thema getrieben ist und nicht so sehr durchs Land. Und deswegen gibt es den Unterschied vielleicht in den Schwerpunkten der Technologie. Man sagt ja mal, London ist mehr für Digitales und Digitalisierung und
andere für andere, aber eigentlich ist es sehr international und die Leute könnten sie nicht unterscheiden und auch die Umgebung teilweise nicht. Wie kann denn in einem Land wie Deutschland, so allgemein, die Industrie und die Startups wirklich innovativ etwas Neues auf die Straße bringen? Professor Russom, ich schaue Sie da hinten mal ganz ich glaub, kurz an. Der erfolgreichste Weg ist die Kombination der gegenseitigen Stärken, ist die Kreativität, die Unternehmenslust, auch die Risikobereitschaft in diesen Netzwerken, intern wie extern, I couldn't agree more. Aber man muss schon auch zugeben, also so etablierte Firmen, die lange erfolgreich waren und es auch noch sind, die scheinen ja auch was zu können. Und wenn man das kombinieren kann, zum Beispiel das Hochskalieren, weil die schon ein extrem gutes Vertriebsnetzwerk haben, weil die ganz viele Kunden berühren und man ein neues Leistungsversprechen, eine neue Technologie damit relativ schnell an viele Kunden bringen kann, das hat ja auch was. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass wir nicht Lagerbildung machen, also da gibt es die Guten und die Bösen, da gibt es die altväterlich Bösen, Großen und die guten Neuen, da gibt es die bösen Konzerne und die guten Familienunternehmen, diese Stereotypen, die helfen alle nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, dann haben wir eine gute Chance, auch in einem globalen Wettbewerb zu bestehen, insbesondere gegen die Wettbewerber, denen halt ein so ein Element fehlt. Egal, ob das jetzt ein eher rigides Gesellschaftssystem ist, das keine Freiräume lässt für sowas wie den Zollhof, oder halt Newcomer, die genau diese Erfahrung mit manchen Dingen hat. Und ich merke halt, je älter ich werde, desto mehr schätze ich auch Erfahrung, die manchmal hilfreich sein kann. Nehmen wir mal das Wort Wettbewerb aus Ihrem Statement gerade raus. Innovation hat auch immer was mit Wettbewerb zu tun. Wir haben noch eine Frage. Wie enablen Sie Ihre Teams, Innovation entstehen zu lassen? Vielleicht direkt nach Berlin zuerst gefragt, weil man denkt immer, dass gerade sich alle im Startup-Kontext oder Gründerszene innovativ aufstellen. Wie sieht das bei euch aus in Berlin? Also ich glaube, Wettbewerb ist einer der wesentlichen Faktoren natürlich. Aber neben Wettbewerb ist es eben auch die Kollaboration, die Innovation hervorbringt. Beides in einem gesunden Maß ist, glaube ich, sehr wichtig. Wettbewerb natürlich um die beste Technologie oder die besten Lösungen für den Kunden. Aber Kollaboration, so wie die Vorredner das auch schon oft jetzt gesagt haben, Kollaboration auf Augenhöhe, Kollaboration an der Peripherie, in Netzwerken und in solchen Räumen, die eben die Möglichkeit bieten, dort zusammenzukommen und bestimmte Dinge auszuprobieren, Inspiration zu bekommen voneinander. Das heißt, immer wenn innovativ denkende Menschen oder unternehmerisch denkende Menschen, wie wir gerade auch gehört haben, zusammenkommen, besteht eine gute Chance, dass neue Innovationen, neue Technologien, neue Kundenmehrwerte entstehen, die es dann heißt, an den Start zu bekommen. Und dann natürlich unter der Voraussetzung, dass ein bestimmter Wettbewerb da ist oder vorherrscht, weil nur dann man auch getrieben ist, das Beste aus sich herauszuholen oder das Beste aus dem Produkt herauszuholen. Also Wettbewerb ist einer der wesentlichen Faktoren natürlich. Herr Seibold, wollen Sie auch noch auf die Innovationsfrage für Ihr Team antworten? Ja, das ist natürlich vielschichtig, also welche Teams und welche Art von Innovation. Aber ich glaube, so eine Grundkonstante ist, dass man dem Team Freiheit geben muss und Handlungsspielraum und sich dann halt auch als Vorstand mal raushalten muss, mehr als es einem zunächst lieb ist, ja, und dem also einen Kontrollverlust zulassen muss. Und dann habe ich schon durchaus oft erlebt, dass Gutes, Neues dann auch entsteht. Gutes, Neues ist das Stichwort. Wir schließen mit der Frage, die ich heute jedes Panel gestellt habe. Was sind die guten Wünsche für das Zollhof-Team, für den Zollhof in den nächsten 5 Jahren? Was wünscht ihr euch für den Zollhof? Sie dürfen auch. Soll ich gleich? Gleich. Direkt. Wir haben ja gelernt heute, dass das erste deutsche Patent, also das deutsche Reichspatent Nummer 1 aus dem Zollhof kam. Jetzt weiß ich nicht, bei welcher Nummer wir heute stehen. Das weiß Herr Kempf vielleicht besser. Aber ich sage jetzt mal, ich wünsche dem Zollhof, dass es Patentnummer 56.385.261 wieder aus dem Zollhof kommt und genauso ein Knaller wird wie das erste Patent mit dem Ultramarinblau.
Vielleicht habe ich zwei Wünsche. Also das erste, dass wir in 5 Jahren wieder hier sein müssen, weil der Zollhof so erfolgreich ist, dass er den Rest der Gebäude auch noch übernimmt und dann brauchen wir wieder eine Eröffnungsfeier. Das wäre ein Zeichen, also das wünsche ich euch. Das zweite ist, der Zollhof hat schon einiges an Start-up in Medizintechnik und da bin ich jetzt mal ganz eigennützig, so Umwelttechnik und Sicherheitstechnik würde mich jetzt auch interessieren, wenn ich das als Wunsch noch hinzufügen darf. Ich wünsche dem Zollhof, dass ganz viele der Start-ups hier in den nächsten 5 Jahren rauswachsen, so erfolgreich sind, so groß werden, dass der Zollhof sie überhaupt nicht mehr hosten kann, dass sie rauswachsen. Und der zweite Wunsch ist, dass noch viel mehr hier an den Türen rütteln und rein wollen. Und dann wäre diese Idee, wir sind in 5 Jahren wieder hier und haben so den ganzen Kohlenhof längst übernommen für den Zollhof. Das fände ich eine charmante Idee und einen guten Wunsch für den Zollhof. Eine zweite Eröffnungsfeier würde ich mir natürlich auch wünschen, aber vor allen Dingen wünsche ich dem Zollhof, dass er sich so weiterentwickelt wie die letzten 3 Jahre. Ich hatte eingangs gesagt, ich begleite ihn jetzt so 3 Jahre ungefähr und wenn es genau so weitergeht in den nächsten 5 Jahren, ich glaube, dann kann euch nichts passieren, dann ist alles gut. Vielen, vielen Dank. Eine Ansage an die Nachbarn, die sich warm anziehen dürfen, wenn der Zollhof weiter so wächst und gedeiht und sich total toll etabliert hier nochmal im neuen Gebäude. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank an unser letztes Panel. Dankeschön. Dankeschön. Wir dürfen die Bühne freimachen für die 2 Herren, die hier eröffnet haben vorhin. Das Opening also genauso schließen dürfen wie das Closing jetzt. Und ich darf ganz herzlich Benny und Chris auf die Bühne holen mit einem tosenden Applaus hier vor Ort. Sie werden sehnsüchtig erwartet. Ihr dürft nach vorne kommen. Und natürlich auch alle, die online dabei sind, dürfen auch klatschen. Man fühlt sich immer so mitgerissen direkt, genau. Die Bühne gehört euch, meine Herren. Dankeschön, Hanna, für die tolle Moderation. Ja, was bleibt zu sagen? Es war, glaube ich, ein sehr spannender, unterhaltsamer Tag. Wir hatten sehr, sehr viele tolle Panelisten, die heute hier auf der Bühne waren. Ich danke für die Online-Teilnahme. Ich weiß, wie das ist, wenn man den ganzen Tag heutzutage nur noch vorm Screen sitzt. Deswegen nicht selbstverständlich, dass alle dabei waren und auch so lange geblieben sind. Ein herzliches Dankeschön hier an die Redner an dieser Stelle. Und ich bin ja sehr gespannt auf die nächsten Wochen, auf den Einzug. Am Montag ziehen wir hier komplett ein und das wird nochmal spannend, mit den Startups hier das Ganze zu entwickeln. Und auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank für die Flexibilität von all den Leuten, die jetzt zu Hause dabei sind, die hier live mit dabei sind, in den außergewöhnlichen Zeiten, in denen wir leben. Und es zeigt einfach immer mal wieder, es braucht unternehmerisches Handeln, es braucht irgendwie neue Ideen, um einfach mit den Challenges umzugehen, die wir haben. Und ich nehme diese schönen Wünsche, die wir von all euch und Ihnen hier bekommen haben, sehr, sehr dankend mit und nehme das auch als Auftrag mit, noch mehr Menschen dazu zu helfen, dass sie gründen, unseren bestehenden Startups zu helfen, dass sie erfolgreich werden. Und das ist eine große Motivation für uns beide, hier wirklich Tag für Tag daran weiter zu arbeiten. Deswegen auch vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und eine Bitte, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben über Mentimeter eine Frage gestartet und zwar Ihre Wünsche für den Zollhof. Und wir würden uns freuen, wenn alle, auch gerne die hier im Raum sitzen, daran teilnehmen. Wir werden das nachher einen Screenshot von machen und quasi die Wünsche aller, die heute zugeschaut haben, einmal sammeln. An der Stelle auch ein Dankeschön an das Orga-Team, an Franziska, die sehr dynamisch in den letzten Tagen auf alles reagieren musste, was so passiert ist. Das war nicht selbstverständlich, dass das alles noch funktioniert hat. Von daher auch hier ein ganz herzliches Dankeschön an Franziska und an das Orga-Team. Ansonsten wünschen wir euch und Ihnen einen schönen Tag. Und wir würden uns ganz herzlich freuen, wenn Sie den Zollhof nutzen. Wir haben vorher gezeigt, es gibt ganz viele Möglichkeiten in Zukunft hier im Zollhof zu wirken, den Zollhof zu nutzen, den Eventspace hier zu bespielen, die Workshop-Räume, also gerne auch an da draußen an die Screens, wenn Interesse besteht, hier vorbeizukommen und natürlich auch die, die heute nicht live dabei sein konnten. Wir bieten gerne an, hier Führungen durch den Zollhof zu machen in ganz kleinen Gruppen, damit Sie hier auch mal live dabei sein können. Von daher nutzen Sie das,
nutzt das. Würde mich freuen, wenn wir uns hier live im Zollhof demnächst mal wieder sehen können. Dankeschön und noch eine gute Zeit und bis bald im Zollhof. Ciao, Dankeschön.